1, 2, 3, Mikrofoncheck, herzlich willkommen zu einem abendlichen Stream. Ich hoffe, man hört mich ganz gut, aber ich glaube, der Ausschlag spricht für sich, ich glaube. Alles ist okay. Wen haben wir denn da schon mal? White Banana und Intercity Fan 1453. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei. Musik machen, vielleicht noch einen kleinen Tick leiser. Ich glaube, so soll es okay sein. Und da Markus Gamer HD Official ist auch mit dabei. So. Ja, herzlich willkommen. Ich dachte, ich mache mal meinen kleinen Stream am Abend. Mit Simray. Eigentlich wollte ich Hogwarts Legacy weiterspielen, aber für das bin ich ein bisschen zu müde. Also wird Simray werden. Ja, und mit Simray schaut es gerade ein bisschen traurig aus, ne? Das, was ihr da jetzt gerade seht. Das ist der DE1-Server. Da ist nichts mehr frei. Wenn ich da mal bei Fahrdienstleiter reingucke, dann haben wir da nur eine langweilige Station, die jetzt aber auch gerade wieder weg ist. Ja, was bleibt uns als Option? Wir könnten auf EN1 gehen. Da ist auch noch einiges los. Was wird gleich frei? Was wird gleich frei? Gehen wir mal auf D1. Gehen wir da mal im Lokführer rein. Ich würde ja gern... Oh, was ist das? Eine Stunde. Ah, ich weiß nicht. Ich will nicht S-Bahn fahren. Dauert kurz. Dann kommen neue Fahrten. Ja... Ich werde auch noch für 2-3 Minuten kurz warten, was vielleicht an Fahrten kommt, damit wir vielleicht irgendwie von Katowice oder von Warschau weg starten. Was bist du für einer? Nö, dich will ich jetzt auch nicht ungefähr fahren. Also warten wir noch einen Moment. Wisst ihr bei euch? Geht's euch denn gut? Alles soweit? Gut? Und vor allem Spiel versus mich versus... Da kommt gerade was. Ein TME. Ach, das ist eine Güterschleuder. Also bei Katowice ist gerade eine Güterschleuder gestartet, aber der hat halt 15 Minuten Personenhalt. Eine Personenhalt, technischen Halt in Sosnovik und dann noch mal fast das gleiche in Bezin. Wenn ich das mache, dann haben wir vermutlich Eurocity. Eine Stunde. Ne, warte mal noch. Also, ich glaube, ich gehe erstmal in diesen TME rein. Und eventuell haben wir Glück. Und wir dürfen ein bisschen früher durchfahren. Ihr seht sie jetzt gerade im Stream nicht. Aber ich habe auf einem anderen Monitor gerade den Monitor offen mit der Live-Map. Und dieser Güterzug fährt gerade bei Katowice ein. Oh, was haben wir da? Ja. Okay, den nehmen wir. Das ist garantiert einer von Warschau. Dann machen wir es halt so. Also es muss von Warschau sein, weil hier unten habe ich den nicht gesehen. Yo, da wären wir drin. Okay. Was sind die nächsten Stationen? Opokno, Politny, PH. Eine Minute und dann bin ich Jovice und so weiter. Ja, dann fahren wir halt die alte Schleuder wieder. Ich mach das Spiel einen kleinen Tick leiser. Passt so weit von der Lautstärke oder ist irgendetwas zu laut? Bitte in den Live-Chat reinschreiben. Na, ah, wir waren zu schnell. So, ich hätte gerne die Beleuchtung an. Instrumentenbeleuchtung.
vielleicht die Musik ein ganz klein Tick leiser. Soweit passt alles. Ja, wunderbar. Also irgendwie so Wild West Team passt irgendwie ganz gut zu dem Setting gerade. Abrichtung, Katowice. Wohin, meine freche Dax 1? Lass mal schauen, ob ich mich auf der Live-Map mal selber finde. Wo bin ich denn? Na, Karte, tue ich mal kurz aktualisieren. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Alles klar. Okay, hab mich gefunden. Also, wer mich sucht, ich bin auf D1. Und da gehen wir erstmal ein bisschen Schmackes. Und ich bin mir nicht sicher auf der Karte, glaube ich, könnte vor mir ein Eurocity sein. Der kommt mir aber entgegen. Das ist ein Bot. Müsste mal bald da sein. Ja, ist richtig. Der 30er kommt mir entgegen. Wollte mal kurz grüßen. Und an der Stelle muss ich mal ganz kurz was sagen, ne? Ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen mit, ey, ich habe dich mal so tagsüber erwischt und hast du mir überhaupt nicht gegrüßt oder so. Das ist gar nicht böse gemeint, ne? Also ab und zu unter Tags tue ich mal ein bisschen Levelfahren machen und da schaue ich auch nicht immer hin und da grüße ich auch nicht jeden und allem. Das ist echt nicht persönlich gemeint. Ich meine, ansonsten, wenn ich voll mit dabei bin, dann grüße ich natürlich gerne die Leute, aber wenn ich mal nicht grüße, das ist wirklich nicht persönlich gemeint. Ich habe übrigens im Vorhaben mal so einen kleinen Thread gestartet, dass man übrigens mal Hotkeys hier für die Lichtschalter kriegt. Also einerseits für die drei hier und für die, für den Pendolino, für die Lichthupe, dass man da wirklich nur noch einen Tastendruck machen kann. Und dann kann man hier entweder Licht ein- und ausschalten oder halt beim Pendolino die Lichthupe aktivieren. Das wäre so schön, wenn wir da mal einen Hotkey hätten. Ich hoffe, da kommt was in der Richtung. Also, der nächste Spieler halt ist Opokno. Und dann geht's weiter nach Bloskova Polnok. Haben wir noch ein bisschen was zum Fahren? Wie ist dann euer Resümee so bisher zu Simrail? Also wie viele Kilometer seid ihr denn schon gefahren und was ist euch so aufgefallen und was würdet ihr gegebenenfalls denn anpassen in Simrail? Schreibt das doch mal gerne in den Chat. So, ein KMH mehr und ich krieg Minuspunkte. Drei mehr sind okay, was ich so rausgefunden habe, aber vier ist dann zu viel. Ich muss halt ein bisschen reinbremsen. Ja, da kommt er auch schon. Stimmt, ja. Die Disconnects sind wirklich weniger geworden. Das ist ein sehr großes Plus. Also ich habe jetzt noch kaum noch gelesen, dass es irgendwie Probleme gibt, dass jemand wegen einem Disconnect weg ist. Also Props an die Dev, dass sie da dahinter sind, dass sie das gefixt haben. Das müssen sie vorerst.
Ja, gehen wir wieder mal auf Doppelschmackes. Ja, wobei, kann ein bisschen mehr Schmackes geben. Ah, ich habe durchgeschossen. Ja, da kann ich so viel drehen, wie ich will. So, jetzt aber. Der Maximum Schmackes. 20 Uhr, unser Goal für Pocno. Es ist nicht leid, das ist Bravura oder Bravura-Line. Frage, machst du die Trolls über Stellwerke weiter oder hast du etwas anderes in diese Richtung vor? Die Trolls gehen auf jeden Fall weiter. Also wenn dann Stellwerke kommen mit Besonderheiten, dann werde ich entsprechend ein Tutorial wieder dazu machen. Wenn jetzt aber irgendwie ein Stellweg wiederholt ist zu einem anderen Stellweg, was ich eh schon mal gezeigt habe, oder zumindest vom Regelwerk her, dann mache ich kein besonderes Video dazu, außer ich sehe, es gibt da irgendwie ein Need dazu. Was aber nach wie vor offen ist, sind die Stellwerke für TD2. Das schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir hin. Da kommt noch was zu SBK und SCS. Ach man, muss anhalten. Mit dem alten Sprüche wie ein Nein. Was? So, das wird jetzt sehr eng. Warum muss ich da vorne anhalten? Ja, wow, jetzt gehe ich grün, ist ja klar. Einmal schön abbremsen lassen. Geil. Vielen lieben Dank für den Sub auf Tier 1. Und ich sehe jetzt gerade, ich habe den Alarm nicht mit an. Einen Moment. Stream Levels. Hätte eigentlich aufpoppen sollen. Jetzt soll es aber kommen. Entschuldige. Was? Es ist Bravura, nicht Schleien. Mein Gott. Liebe Leute. Ja, Markus, ich weiß nicht genau, was du gerade gemacht hast. Also man sollte nicht zu viel in Cups schreiben und so weiter. Der Streamlabs-Spot ist ein bisschen gemein. Oh, jetzt erstmal wieder auf Speed kommen hier. 20 Uhr muss ich da sein. Ah, ich sehe schon. Das Streamer-Spot, da hatte ich gern. Ich muss da mal später in den Logs reinschauen, ab was er sich genau da aufhängt. Vielleicht ist er ein bisschen noch zu scharf eingestellt. Jetzt, wenn er im Stream kann, ist halt einfach schlecht. Ich und Multitasking, das passt nicht zusammen. Ja, stupid KI. Ich meine, er macht vieles gut, aber alles andere ist ein bisschen zu gut gemeint. Manchmal. Wie
ich will sie Foto halten, bitte, ich will sie bitte locker reinigen. Oh, Leute, lasst dich mal bitte fahren. Ich wäre so dankbar, wenn ich einfach mal fahren kann. Bitte tut mich nicht aufhalten. Das haben wir den letzten Stream schon so oft gehabt. Lasst mich doch einmal fahren. Ich meine, Braskova und Opokno haben wir ja schon einen schönen Halt. Was? In Braskova haben wir einen mega langen Halt. Oh, spiel du und zu schnell. Komm mal ein bisschen reinbremsen und dann müsste schon wieder passen. Du bist aber auch nicht wirklich langsamer, ne? Bist eh zu spät, musst dich so lange halten. Ist eigentlich diesmal die Musik wieder unglaublich leise oder ist sie angenehm im Hintergrund? Angenehm im Hintergrund, so wie es aussieht. Okay. Vielen lieben Dank für den Follow. Immer wieder gern. Moin, Titan! Ach ja, eine Sache. Die super kurzen Lars, die sie im Spiel hat, vor allem auf der Schnellfahrstrecke, die werde ich einmal gekonnt ignorieren und drüber fahren. Also, just saying, wenn das dann kommt. Weil ich hätte gerne ein bisschen einen zeitlichen Puffer, vor allem wenn dann irgendein FTL meint, wir müssen mal anhalten oder Gegengleis oder sonstiges. Hab gerne mal die Zeit. Ja, Yoshi sagt's gerade, vor allem wenn man 200 fährt. Es ist so fies. Volle Fahrt rückwärts? Nee. Aber ich will das nicht herausfordern, aber es gibt einen Perk bei Streamlabs, den könnt ihr einlösen, wenn ihr die entsprechenden Punkte habt, mit der Notbremse. Und wenn ihr den auslöst, dann muss ich leider meinen Zug sofort anhalten. Und nein, bitte seid Spaß damit. Einfach nur, damit ich es gesagt habe. Ah, schade, Yoshi. Musst du länger gucken, ne? Ich hab das ganz bewusst höher gesetzt. Weil sonst komme ich einfach gar nicht voran. Bin mir nicht sicher, ob es die Siefer Zwangsbremse gewesen ist oder andere, aber bei irgendjemand steht dabei, wo steht, ich muss da sofort einen Zwangshalt machen. Ausgenommen TD2. In TD2 gilt es nicht, weil da muss ich wirklich nach Vorschrift fahren. Das sind sie ein bisschen strenger. So, komm, Lok, gib mal Gas. Ich brauch Speed. Könnten eigentlich es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ja, ist noch zu hell.
10 Minuten ist er Pokno. Ditzkowitz. 11 Kilometer. Oh, das wird schwierig, bis zum Endpunkt pünktlich zu sein. Sehr, zwei Ruder hier. Moin, Evi Zocker und Spotter. Was sind denn momentan aktuell eure Lieblingsstellwerke hier in Simrail? Am schlimmsten finde ich ja die FDS, ne? Die auch gerade auf dieser Schnellfahrstrecke. So, Pokno, Bilichowice, Ostromovice, Roskova, Klapova. Wenn wir da auf die Idee kommen, sie haben eine Weichenstörung. Oder sie müssen SBL drehen. Das ist so eine Entschleunigung. Und heute gerade in Zawirsi hat er gemeint, er muss mich auf die Strecke schicken, also ich bin von Lodoska gekommen, also Goa Lodoska, muss mich auf die Güterzugstrecke schicken, damit ich schneller durchkomme, aber die Leute halt einfach nicht bedenken als FDL, wenn du das machst, wenn du da einen Schnellzug oder einen Eurocity hinschickst, da schickt er dich doch wieder auf die Linie 1 rüber und dann fährst du über eine 40er Weiche und das ist halt mega Entschleunigung. Also wenn du zum Beispiel in Zawirsi, ich bin zu schnell, Entschuldigung, über die Hunde der Weiche drüber fährst. Da muss er vielleicht mal abbremsen. Aber du wärst ansonsten im Speed drin. Oder so Snobbyek. Ich meine, wenn du da jetzt irgendwie eine S-Bahn hast, die verfrüht ist, und hinter dir hast du einen Express und der ist auch verfrüht, ja, dann lass den Express doch mal bei Rot stehen. Das ist für den viel besser, als wenn er auf ein anderes Gleis fahren muss. Aber naja. Ja, Zawirsi ist auch mega nice. Vor allem da aber ein bisschen Platz zum Rumspielen. Punkt 6 von 10,78. Ja, man hört dich. Hallo zum Stream, aber das sage ich jetzt mal nicht im Game. Bitte, ich Pizza warte dich. Ah, bitte macht's keinen Blödsinn. Auch scheiße. Orange. Warte mal, wo bin ich jetzt gerade auf der Karte? Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment mal. Oh, Pokno ist nichts los. Ah, ist gerade auf grün geworden. 120. Ja, dann bleiben wir erstmal so. Ich hoffe, ich kann gerade den Pokno richtig schön reinpfeifen zum Halten. Dass wir da um 20:01 gerade wieder raus können. Es ist auch so eine mega gemeine Station. Da musst du wirklich aufpassen, welchen Eurocity du als erstes reinlässt. Von Abfahrtszeit her. Ansonsten hast du einfach gerade schon mal Stau auf der Hauptstrecke. Weil du diesen blöden zweiten Bahnsteig nicht hast. Ich würde mir echt wünschen, dass sie in der Pokno diesen zweiten Bahnsteig einführen, den sie ja mittlerweile hat.
So, 2 Minuten ist ja gar nicht mal so schlecht. Hier gerade so eine fiese Idee bezüglich wie Foto halt, aber es wird heißen, dass man den D1 Server zumindest bei ein oder zwei Stellwerken erstmal komplett anhalten. Ah, und sorry für den Warnhalt hier. Geil wäre doch mal eine Parallelausfahrt. Also eine Frage, ob man das irgendwie realisieren könnte. Eigentlich wäre jetzt Wiese dafür gar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie der Fahrplan aussieht, ob das möglich wäre, dass man eine Parallelausfahrt macht. Hey, jetzt kann ich meine selber beantworten. So in die Strecke Richtung Lazy ist es eigentlich nicht vorgesehen. Außer man macht das mit einem Güterzug, der extra lang wartet. Dann wäre es wohl möglich. Okay, ach, geht er mir da noch? In der Pockner sitzt der Eisbären 10. Geplante Abfahrt um 20.01 Uhr. Das werden wir vermutlich nicht ganz einhalten. Ich mache echt ein Selfie, Nummer 7, das passt gerade so gut bei der Landschaft hier. 14, 13, 7 kommen. 14, 13, 7 hört. Einen schönen guten Tag. Leider heute 20 km/h wegen Weißenwartung und noch Bahnsteigwartung. Ah. Punkt. Abverstanden. 20 km/h. Oh. Wie würdet ihr das umsetzen mit den 20 km/h? Oder soll ich das von mir aus machen? Okay. Also kurz vor der Einfahrt. Ich warte mal auf die Signalgebung. Mal schauen. So viel dazu, dich mal heute fahren zu lassen. Ja, ich habe da irgendwie selten Glück. So, 5 Kilometer noch. Hey Banana, für dich gibt es noch ein ganz spezielles Video. Kommt demnächst auf YouTube. 31,46. Nee, ich meine, ihr könnt ja schon Scherze machen, wenn ich stream, aber ich bin dann schon froh, wenn es halt nicht bei jedem Stream dann halt Mayhem ist. Hört sie kommen? Dann kannst du gleich mal gucken, ob im nächsten Bereich da so ein Fahrdienstleiter auf dem Boden liegt. Ich glaube, ich habe ihn mitgenommen. Aber D1 ist halt sowieso Mayhem. Ich bin mein bester gesund. Also, es ist mittlerweile total selten, dass man auf D1 mal durchfahren kann, ohne dass es halt irgendwo eine Störung gibt oder sonstiges. 41, 34 bitte hören. Jawohl, 41, 34 hört. Zeit für die spontane Geschwindigkeit trotzdem Einfahrt nur 120 km/h wegen Gegengleis. Heute Wartungsarbeiten auch noch extra dazu. Gerade auch Pocno ist so die beschissene Station für einen Defekt.
Ja, dann gehen wir mal runter. Sechzig, alles klar. Ich glaube, das mit den 20 werde ich nicht ganz machen. Ist mir dann doch ein bisschen zu langsam. Achso, medizinischen Notfall habe ich ja nicht eingebaut, aber wie gesagt, liebe Leute, ihr habt Mittel und Wege über eure Perks, den Zug zu beeinflussen. Nee, kann er nicht, aber er sieht mir schnell nicht vor. Und eventuell ist dann Arsch und gibt er dann keine Ausfahrt. Solche Sachen, ne? Ach, was soll's, bleiben wir mal runter. Ah, Verspätung. So, das muss reichen. Ach, immer diese Lars hier. Ist auch blöd, aber ich halte mich erstmal dran. Bis nach Plan fahren ist Jennifer sich auf D1. Aber ich bin vorher an den Intercity gefahren. Von Warschau nach Katowice und da bin ich pünktlich angekommen. Und ist auf D1. Aber ich glaube, die meisten FTLs haben ein bisschen Angst vor dem Intercity. Da wird einfach mal Fahrt gestellt. Ja, nee, ich bremse da jetzt nicht runter. Ich roll nur. Jetzt müssen die Weichen abkönnen. Wenn du normalerweise mit 60 da durchrollen kannst und ich roll jetzt nur. Moin Kollege da oben. Du mit deiner 20er hier. Die Hälfte von der Geschwindigkeit, das muss reichen. Ansonsten kriege ich auf der S-Bahn spontane Störung und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wobei, das ist eine spontane Störung. Das ist ja noch nicht ausgeschlossen. Oh, da kommt der Express. Ja, tut mir leid, Express. 41, 34, Fahrstall. Es wird gleichgestellt, Sie können gleich weiterfahren. 41, 34, ich hab verstanden, danke. Ach, bitte komm, nimm jetzt den Halt. Dankeschön. Bremsen. Sehr gut. Was? Die EU, das eben hätte sich. Was? Hört sich so an, dass beim Motor 2 eine Wicklung kaputt ist. Und noch so eine andere Sache: bei einer Weichenwartung würde man da noch nicht drüber fahren. Ich glaube, das kommt auf die Wartung drauf an. Aber ich bin kein Experte. Weil ich nicht wirklich mitreden, was das betrifft. Sehr. Wir dürften eigentlich wieder wegfahren. Wir fahren mal auf Rot. Na? Hallo? 31, 6,
36, die haben gepaart. Also er wird sich jetzt selber einen Gefallen machen, wenn er mir fahrt. Bitte geht. Denken Sie dran, 120 auf dem Strecke fahren zu dürfen nur. Nein, 31,36 ist ein Express. 37, bitte kommen. Oh, nee. Wir dürfen nicht rausfahren. 137, bitte kommen. Fuck. Sie ist gerade auf der Live-Map. 14,39, Sie haben gleich eine grüne Fahrt, leider auf dem Gegengleis und dann können Sie gleich dann durchfahren. 14,39, Gegengleis, vielen Dank. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Jetzt muss ich zwei Express abwarten. Okay, also, wer von euch hat Kaffee gemacht? Die wer hat Kekse? 14, 13, 17, tut mir leid, hier Gleise über Ihnen, leider Wartung auch noch. Ja, kein Kommentar dazu, sage ich jetzt mir nichts. Geil. Ja, dann anhalten. Das könnte jetzt dauern. Die besten FDRs. Jetzt muss ich den abwarten, jetzt muss ich noch den anderen abwarten. Auf Gegengleis. Ja. Also keine Ahnung, würde ich jetzt nicht vielleicht gerade sagen, aber einer der Störungen liebt. Das war's halt mit Fahrplan. War ja eh schon nett, dass ich hinten langsam reingefahren bin, aber jetzt naja. Und da hinten kommt jetzt der Express. Aber bitte lass den nicht auf Gegengleis fahren. Doch, er macht's. Oh, Gegengleis-Action. Das Vorziehen ist ja gar nicht das Problem, aber es ist hier eine Gegengleis-Action. 14,39 grüne Fahnen. Denken Sie dran, 120 Not zu fahren. 14,39 hat mit 120 km/h. Vielen Dank. Das ist so eine Action, was er vermutlich mit Pilichowice jetzt abgemacht hat. Das ist ja nämlich die nächste Station. Ja, dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Erstmal eine Kekse. Fahrplan AD. So, wo ist er denn, der Kollege? 14,39 an den Fahrdienstleiter. Hört sie? Bis wohin darf ich denn nur 120 km/h fahren? Bis den Dahl, die länger, dann können Sie die Höchstgeschwindigkeit wieder fahren. Alles klar, vielen Dank. Ich finde die ganze Störung auf DE1 eigentlich nicht so tragisch. Ich bin praktisch nur noch auf DE1 unterwegs. Da kann er die Abwechslung von FDL den Spielspaß erhöhen. Ja, weißt du, das Ding ist, Störungen ab und zu sind ja schon noch ganz okay, aber es muss dann halt irgendwo noch verhältnismäßig sein. Und manche Leute übertreiben es dann, vor allem wenn es dann von FDL nach FDL nach FDL eine Störung hat, die einfach nicht zweckdienlich sind und dann Störungen sind, wo du dann die Züge leitest, die einfach nicht nachvollziehbar sind, also sie dann so rausziehst. Weil sie dann, also ihr gefühlt, sobald sie Störung in irgendeiner Stelle weg hat,
dann vergessen die ganzen FTLs eigentlich die Prioritäten der Züge. Naja, da muss er schon schauen, dass die Züge, die Fahrplan haben, entsprechend rauskommen. Und das zum Beispiel alles mit, also die Verspätung dann auch abbiegen musst. Ab 10 Minuten hast du zum Beispiel keine Priorität mehr und wie du dann was rausschickst. Das ist dann irgendwie total egal bei den meisten. Aber ja. Weil das sind was die Zeiten von den beiden Intercities jetzt so gewesen sind. Aber ich... 14, 13, 17, grüne Fahrt, noch einen schönen Tag noch und schönen geilen Livestream noch. Keine Antwort erstmal von mir. Aber ja, erstmal weg hier. Gürtelzug hat doch Prio 1, oder? Naja, das, also immer, wenn du jetzt zum Beispiel Eurocities hast, ne, die jetzt 20, 30 Minuten Verspätung haben, dann hat der Gürtelzug, der pünktlich ist, die höhere Priorität als mit den Intercities, die Verspätung haben. Klingt blöd, das ist so, aber ab 10 Minuten hast du einfach keine Priorität mehr. Moin, hat mir das Spiel auch tatsächlich gerade gekauft. Komischerweise funktioniert aber mein Mikrofon-Headset nicht. Obwohl es vom Gamer erkannt wurde und nicht gemutet ist. Sowas ähnliches hatte ich auch schon. Da musst du einfach mal das Mikro wechseln zu irgendwas anderem und dann wieder zurückwechseln. Und dann läuft's wieder. Ja, ich meine, das mit der Geschwindigkeit noch halt, kommt dann halt noch dazu, ne? Also wenn du dann halt irgendwie 3, 4 Züge bei dir hast, die alle keine Prio mehr haben, weil sie entsprechende Verspätung haben, dann darfst du natürlich schon abwägen, wer kann dann schneller fahren und dann rausfahren und dann willst du natürlich nicht einen Güterzug rausschicken, der, keine Ahnung, VMAX 100 hat oder sowas, als wenn du dann Eurocity oder Intercity hättest, der zum Beispiel 120 oder 160 oder mehr fahren kann. Also nur so als Beispiel. Also irgendwo... Du musst einfach logisch abwägen, wie du deinen Fahrplan dann managst. So, nächster Halt. Vlaskova Polnok. 45. Ja, mal sehen. Ja, Hummels. Im Bowl ist halt so, wie gesagt, ab 10 Minuten hast du einfach überhaupt keine Prio mehr und dann hast du einfach mit allen verspäteten Zügen die gleiche Priorität. Und dann gehst du halt wirklich nach der Geschwindigkeit, was die Leute halt wirklich fahren können, beziehungsweise vielleicht die geringste Verspätung hat und den schickst du dann halt irgendwo raus. Weil dann versuchst du ja dann die Züge mit der geringsten Verspätung halt irgendwo wegzukriegen, damit die halt nicht noch eine größere Verspätung aufbauen. Plus halt mit der Sache mit dem V-Max und bei der halt hinfahren. Es ist auch gerade in TD2 so ein kniffiges Thema. Wenn du da Züge reinkriegst, also Eurocity, Intercity, Güterzüge mit einer brutalen Verspätung, wie du die am besten handelst und was du da zum Beispiel als erstes annimmst. Idealerweise natürlich den mit der geringsten Verspätung und der, was am schnellsten fährt, damit du den losfährst und dann kommt der nächste.
Aus Einhalten der Richtzeiten steht dann aber an unserer Stelle, also ab 10 Minuten sowieso. Das ist kein Thema mehr, aber dann versucht er halt irgendwo, das noch halbwegs nachvollziehbar, halt einfach rauszuschicken. Den Gedanken, ich kann das jetzt leider schwer mit Störungsverhalten vergleichen. Was hat es so etwas lange nicht mehr? Ja, auch bei der Störung versucht er halt dann irgendwo nach Priorität zu. Ignoriert jetzt das mal, dass ich mir kein Warnsignal habe, weil wenn ich auf den Chat gucke, dann schalte ich ins Spiel rein. Aber auch da versuchst du halt die Sachen, die was halt halbwegs pünktlich sind, durchzuschicken. Und dann gehst du halt nach dem mit der geringsten Verspätung und so weiter. Damit du halt die Verspätung ja nicht ausbaust. Das ist ja kontraproduktiv für alle anderen FDLs, die was dann später auf der Strecke noch kommen. Und wir reden da jetzt nach polnischen Grundlagen, also nicht in Deutschland und Co. Da läuft es ja noch vieles anders. Beispielsweise das mit PH auf Rot hinfahren, ne? Gibt es in Deutschland nicht. Aber da hast du hier in Polen einfach keine Prio mehr ab 10 Minuten. Moin Kollege und tschüss Kollege. Bin ich Vize, 2013, jetzt haben wir 15. Oh, das wird spannend. Ich muss mich mal ganz kurz muten. Ich bin gleich wieder bei euch. So, dann bin ich wieder bei euch. So, erstmal mal grüne Welle, was ich das so im Bild drin habe. Sag mal, wer von euch hätte Lust auf ein paar Sea Shanties? So Piraten-Style. Oh, fuck. Es hat blinkt. No. Wieso? Kommt jetzt der Foto halt. Oh, bitte komm. Du 14, 137. Bitte komm. 41, 132 hört. Heute ist leider Geschwindigkeitsdrosseln, Einfahrt nur 20 km. Wegen Bauarbeiten auf dem Bahnsteig und noch jetzt weiße. Jetzt macht er das auch mit anderen. Hallo, Geschwindigkeitsdrosseln auf 40 km/h. Jupp. 14137 kann ich leider nicht hören. Ich weiß nicht, was da los ist. Ihr habt es vorher auch nicht ganz verstanden, aber ich habe dich jetzt gehört. Ah ja, jetzt. Du hast halt erwarten im Pirikowitz, da dauert 3 Minuten die Aktion. Hab verstanden. Ja, Imperium Gaming, ich bin auf D1 unterwegs. So leisten, Fahrplan ist nicht. Ja, was heißt genervt? Ich meine, ich würde einfach gerne mal durchziehen, aber das wird halt nichts. Ich denke, das wird eine mega Verspätung. Jetzt fahre ich einfach mal schön langsam und dann müsste es schon irgendwann hell werden. Kurz vor der Station. 14:39 hat's verstanden, ich danke dir. Also, bis ich ankomme, glaube ich, wird es noch 15, 20 Minuten plus werden. Wenn jetzt dann jeder FDL meint, dass er irgendwie eine Störung hat. Oder sonst irgendein Special machen muss.
Vor allem, wenn ich das so sehe, ist einfach vor mir gar nichts. Das hat einen Spaß halt. Beziehungsweise Foto halt, was ich so gehört habe. Bei Ostlamovice hat ein Sonic als Avatar. Vielleicht ist er schnell. Mal gucken. Aber die Verspätung kann ich hier um nichts mehr wieder reinfahren. Dafür ist schon zu spät. So, da hat man das Signal. Oh, da läuft jemand. Ich glaube, das wird wirklich ein Foto halt. Guten Tag, Holger Trolle Pilichowitz. Bitte einmal anhalten. Wir haben in Katowice leider keine Kapazität mehr. Und deswegen kontrollieren wir jetzt hier auf der Strecke. Was haben Sie im Zug geladen? Oh. Personen. Die Staatsbürgerschaft. Wollen wir die Musik für mich kurz muten? Das würden Sie wissen, wenn Sie nach Tschechien fahren. Also ich bitte Sie. Bitte wiederholen, ich habe das kurz nicht verstanden. Naja, die müssen doch wissen, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Sie überschreiten immerhin eine Grenze hinter Katowice. Es ist nicht mein Job, das zu wissen. Ich bin nur der Lokführer. Gerade das ist Ihr Job. Nein, absolut nicht. Das macht der Zugchef hinten und nicht ich. Ich schau mal noch, ob Ihre Lok überhaupt eine Tschechien-Zulassung hat. Und dann lasse ich Sie auch gleich wieder fahren. Warten Sie mal kurz. Da Sie das PZ-Log, Sie dürfen gleich weiterfahren. Gute Fahrt. Und auch Ihren Reisenden. Ich vertraue Ihnen nur einfach mal. Muss ich dazu irgendwas sagen oder macht der Chat das eh schon? Ja, wir kommen auf die 1, ne? Kein Kommentar. Ja, also, nee. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich kann das Ganze jetzt jeder selber denken. Und jetzt bitte weiterfahren, weil wenn du mich jetzt hier stehen lässt, dann garantiere ich dir, dann gehe ich woanders rein. Irgendwann ist dann auch vorbei. Ja, ich war klein. Ich renne gerade zum Schnellwerk. Ja, es ist ein Zug sehen, wo Leute ein bisschen zu sehr RP machen, teilweise. Vor allem bei Zügen, die eh schon eine Verspätung haben. Naja, für nichts stehen geblieben. Wohl wahr. 41, 13, 2, Sie haben grüne Ausfahrt, Sie können durchfahren. Schnell weg. Herr Lokführer International, Sie haben freie Fahrt.
1341, Fahrstraße steht, Sie können durchrasen. So, ich mach die Musik für mich mal wieder an. Wenn wir mal ein bisschen runterkommen. Naja. Hab ich gesagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir heute noch vor Rot stehen. Kommt garantiert nochmal. Darauf wette ich. Ja, fuck. Bock abgeschossen. Komm, gib Gas! Ich will im Signal drüber. Oder der Spelle bitte rein. Okay, wir haben es geschafft. Die nächste Station ist dann Ostramovice. Bei der theoretischen PT, so wie es aussieht. Den werden wir dann hoffentlich überspringen. Andererseits, ich muss mal hinter mir schauen. Ist der Intercity hinter mir? Ah, shit. Der Intercity ist natürlich hinter mir. Und ich glaube, der sollte mich da überholen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Ostramovice sagt, wir bleiben stehen, bis er in der City vorbeigefahren ist. Gerade jetzt, wo ich Verspätung habe. Weil, warte mal, wo bei der nächsten Ausweichstelle? Psare, glaube ich. Da hat es ein bisschen Distanz, da wird mich da in der City ziemlich sicher einholen. Du Markus, ist nichts Neues, dass ich da ein bisschen getrollt werde, wenn ich stream. Damit rechne ich schon. Es kommt immer darauf an, wie schlimm es dann halt wird. Also in den nächsten zwei Tagen, glaube ich, kommt dann eh auf YouTube das Video raus. Der Feind des Lokführers. Featuring White Banana als Hauptgast. Das war so das erste größere Mal. Da habe ich ganz fest Freude gehabt. Das war die Fahrt nach Katowice, so wie jetzt. Aber da glaube ich, war ich mit dem Express unterwegs. Ja, ich kann die Leute auch nicht abbauen hier, wegen sowas. Also das wird wiederholt gemacht, aber das wird mir auch im Spiel ja nicht wirklich was helfen, ne? Da sind sie vielleicht im Stream gewandt, aber im Spiel muss ich ja trotzdem damit kämpfen. Manchmal, aber nur manchmal wünsche ich mir, dass es immer ins Kargasim wird. Ja, ich hoffe, man kann da noch ein bisschen abstrafen. Beziehungsweise sollen die Leute mal echte Störungen kriegen und dann müssen sie bitte wirklich mal rumhandeln. Als wieder gespielte Störungen. Weil das kann ja wirklich stressig werden. So wie in TD2. Ja, aber Banane, ein Güterzug. Der hat nicht mehr Priorität als wie so ein Zug, der on time ist wie in Eurocity. So, bremsen wir mal ganz kurz ein. Aber ich meine, jetzt bin ich über 11 Minuten. Ich habe jetzt technisch gesehen keine Prioritäten mehr. Jetzt kann alles vor mir fahren. Zehn Minuten sind die magische Grenze. Ja, Sandor, das ist ein guter Punkt, ne? Also es muss dann halt schon irgendwo nachvollziehbar sein. Dass dann die Beschwerdegründe entsprechend nach den Regeln sind, dass das irgendwie falsch gegangen ist und dass die Moderatoren auch die Möglichkeiten haben, nachzuschauen, okay, war das berechtigt, war das nicht berechtigt, was ist abgelaufen, etc.
Also nur weil ich jetzt da irgendwie in Simrail, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier auf den Fahrdienstleiter gehe und sage Beschwerden, da was ausfüllt, dann muss das halt schon irgendwo nachhaltig sein, dass die das halt wirklich checken können. Das ist halt gewesen. Ich meine, DD2 muss das ja selber machen. Da muss er selber mit den Beweisen herkommen und sagen, okay, so und so ist es gewesen. Was auch nicht immer einfach ist. Ja, Yoshi sagt's gerade. Also am besten TD2 Dauer aufnehmen, dann hat man Beweise. Aber Vize wird jetzt gleich spannend. Wo werde ich auf die Seite genommen? Also ich rechne damit, dass ich auf die Seite genommen wäre, nachdem ich jetzt Verspätung habe. Alle Störungen in Simrail sind simuliert. Es gibt noch keine Störungen seitens Simrail. Also wenn, dann kommen sie erst noch. Die Störung hast du in TD2. Alle Störungen, die die FDLs machen, sind halt komplett ausgedacht. Und es ist ja ganz cool eben mit den Störungen, aber es sollte halt in Maßen sein. Nicht, dass du nur von Störung auf Störung auf Störung fährst. Ich meine, gerade der Funk, der geht halt mega weit, ne? Da kann man sich irgendwie aussuchen, das Stellwerk macht gerade die Störung und alles andere, aber dann halt irgendwo in Maßen, finde ich. Nee, ich drücke keinen Funk halt. Ich will jetzt keine Arschtier sein. Aber ich glaube, es funktioniert eh noch nicht, der Funk halt hier. Der einzige Funk halt, der funktioniert, das ist der, den ihr aber die Punkte einlösen könnt. ...14, 13, 7 kannst gerade durchfahren. Ich sehe, du bist gerade ein bisschen verspätet. Ich schaue bei dir jetzt auf grün. Vielen lieben Dank. Boah, diese Stimme. Bitte. Ah, den habe ich heute schon ein paar Mal gehört. So stelle ich meinen polnischen FDL vor, von der Stimme her. Was, es gibt eine Simulation, Fahrdienstleiter, was ist dir... Danke fürs Loben im Twitch, ne? Ich danke dir. Was? Was ist denn drin? Erst eine Weichenstörung, zwei, dann kompletter Ausfall. Ist der Nervzug krass. Hatte den auch schon. Als Prinzip, du kannst ja Störungen machen, aber einfach nicht übertreiben. Ja, da stimme ich an. Also, Eisbären, Störung okay, aber... wirklich nicht übertreiben. Vor allem, schaut doch mal, wie die Züge von der Zeit her sind. Ich meine, wenn jemand schon ultra krass verspätet ist, lass den vielleicht mal durch oder so. Weil ich habe schon Eurocities, Intercities gesehen mit 60, 80 Minuten Verspätungen. Tu den Leuten nicht noch mehr Schaden an. Lass sie dann irgendwo durch und dann spiel mit Zügen, die vielleicht verfrüht sind oder so, was dann nicht so weh tut. Also gilt für alle, ne? Also, bloß die verspäteten Züge einfach nicht mehr abstrafen, als bis sie eh schon sind.
Was hat vorhin 2,5 Stunden eingleisig Betrieb zwischen Katowice und Sosnovyj gemacht? Danach würde ich dann erstmal Pause machen und nicht 30 Minuten danach die nächste Störung. Chebyshev heißt es. So, was sind wir denn? Vlaskova Polno kommt als nächstes. Theoretische Weiterfahrt um 2:50. Ja, da werden wir vermutlich den Halt haben für den Intercity. Stichwort Intercity. Wo ist denn der aktuell? Wo bin ich aktuell? Ach, da bin ich. Ja, der Intercity, der ist so gefühlt 5 Kilometer hinter mir. Das ist der Tanker. Ich glaube, der ist dann froh, wenn ich auf die Seite komme. Was? 9 Minuten jetzt. Okay. Oh, ich freue mich schon so, wenn dann die Intercities mit der Trax kommen. Kommen wir mit dem neuen Fahrplanwechsel in Simrail. Das wäre auf alle Fälle mal eine Abwechslung, anstatt dass man hier mit der EU fahren, dass wir hier mit der Trax rumdüsen. Dann nehmen wir neben den 200er Zügen auch die 160er. Das wäre was. Ich hoffe, das kommt bald. Aber es ist jetzt schon kommen. Sobald dann die Trax dann die Odyssey fährt, sind die erstmal alle wieder vergeben. Ist dann genauso schlimm wie mit den Stellwerken. Aber wenn es irgendwie dann passt, werde ich jedenfalls meine Trax da mal fahren auf die ganze Strecke. Hätte ich schon Bock drauf. Gibt noch kein Datum für den Fahrplanwechsel, aber es kommt auf alle Fälle jetzt im Februar. Und auch das mit den beladenen Güterzügen soll noch kommen. Aber auch da kein Datum. Aber beladene Güterzüge, das wird Popcorn werden. Weil gerade die neuen, die werden es einfach nicht schaffen zu bremsen. Ich meine, auch ich schaff's dann schon nicht. Wenn so ein Zug 3500 Tonnen hat, den Anstieg zu bremsen. Was? Wegen mir kannst du gerne vorfahren. Ich schiebe dann von hinten an. Ja, mit der EP mal 200 fahren. Anschieben von hinten. Nee, also wenn es noch Fahrplan ist, kannst du ruhig vorbeidüsen. Das ist schon okay. Aber ja, mechanisches Stellwerk. Bald. So, küssen wir den mal. Moin Kollege und ciao Kollege. Wir müssten mal wieder mechanische Stellwerke auf TD2 machen. Zumindest solange sie in Zebra nicht geht. Geben wir ein bisschen Gas. Also Streamplan schaut erstmal so aus, dass ich hoffentlich morgen Hogwarts Legacy wieder spiele. Ich weiß, sehr viele von euch gefällt es jetzt nicht, aber ich mag's. Und ich streame es einfach mal. Ob ihr jetzt wollt oder nicht. Und am Wochenende gibt es dann wieder FTL. Also mal schauen, ob das irgendwie so ein Rhythmus wird, dass ich einerseits FTL fahren mache oder halt irgendein Let's Play von einem Spiel.
Sondern bis er die Marie jeden zweiten Tag kommt dann das. Und jeden anderen zweiten Tag kommt dann irgendein Let's Play von einem Spiel, was ich jetzt gerade irgendwie interessant finde. Aber mechanisches Stellwerk will ich schon irgendwie ausbauen, auch wenn ich da ultra viel Respekt davor habe. Das einfach mega fordernd ist. Also gerade in TD2 mit einer größeren Station ist es sehr fordernd. Aber ja, würde ich mich ein bisschen mehr dahin hintrauen, dass ich mehr wirklich komplett mechanisch mache. Muss man später auch die Bremshunde Slime geben. Oh, ich hoffe nicht. Weil, ich glaube, 90% der Leute wissen eh nicht, wie man es macht. Der ICE eine Stunde vor dir ist mir gerade in Service entgegengekommen. Was? Alter, zu lange. So, mehr Schmackes. Jetzt hat man ein bisschen mehr Zug fahren, als wir auf den Chat zu gucken. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen Doppelschmackes. Da hat der City hinter uns ein bisschen mehr Freude. Mal schauen, was sagt der Abstand. So, Intercity 1439, deine Fahrstraße ist geschlossen. Ich gehe jetzt auf dem rechten Gleis weiter, also auf dem rechten Regelgleis. Richtung Knappaufgar. Schöne Fahrt. Oh, der ist dicht hinter mir. Ich muss wirklich mal ein bisschen Gas geben. Noch eine ruhige Schicht. Auf Wiedersehen. Also, bloß Koba, wenn er gut drauf ist, dann nimmt er mich wirklich auf der Seite. Das sollte er machen. Sonst hat der Intercity echt keinen Spaß mit mir. Also hätte er schon, hat sie ja schon reingeschrieben, aber trotzdem. Soll man seinen VMAX ausfahren? Kleine Frage in die Runde. Wer von euch... Die Musik muss gewechselt werden, das ist furchtbar. Wer von euch hat eine Eisenbahnanlage von Lima daheim? Und vor allem, wer hat einen funktionierenden Trafo von Lima daheim? Bald, Tongo! Oh, ich kann dich umarmen für den Satz. Die FTL auf dem Server verwechseln das Stellwerk mit dem Tower auf dem Flughafen. Reden alle zu viel. Ja... Das habe ich bei ein paar FDLs auch schon gedacht. Man muss einfach nicht jeden Furz kommentieren oder jeden anfunken. Ich meine, man muss den Zug eigentlich nur dann anfunken, wenn er irgendwas machen muss, was nicht planmäßig ist. Oder wenn er vielleicht länger steht. Aber wenn er einfach so steht oder durchfahren muss, dann muss er nicht anfunken. Aber es hat so Spezialitäten, oder also so Guys auf dem D1 Server, die müssen alles kommentieren. Also... Es ist jetzt per se schlimm, aber ich persönlich finde es ein bisschen doof. Weil vor allem bei einer Stelle, wo dann halt viel los ist, wie in Zawirsi oder so, und du einfach alle 10 Sekunden den Funk voll hast, wegen sowas, dann geht's halt ab, ne? Entweder 1-1-3-4, gute Fahrt. So Snobbeck zum Beispiel ist so eine Station. Wenn dann FTL einfach wirklich mit jedem kommunizieren muss, mit durch freie Fahrt oder durch Durchfahrt, was du eigentlich nicht kommunizieren musst. Ich gehe echt her und tue die FDLs muten, weil ich will meine Ruhe dann haben, wenn es mir nicht wirklich berührt. Wo hättest du so gesagt? Und vielen lieben Dank für den Follow, Daniel. Moin, Kollege, da war ich ein bisschen zu spät mit der Lichthupe. Zug 1439, wie fahrt es alle kommen? 1439 hört. In circa einem oder zwei Kilometern wird dich eine Weiche erwarten. Du wirst dort ans Gegengleis gereist. Fahrt im Gegengleis dann bis nach Sari. Das habe ich verstanden. Oh je, yeah. Schon wieder Gegengleis.
6 Kilometer noch. Also ich hoffe wirklich, er nimmt mich auf die Seite. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Aber zurück zu Lima. Ich habe 2 Travos mittlerweile auf Lecado gekauft in der Schweiz. Das ist so eBay-Kleinanzeigen in der Schweiz. Und alle beide waren einfach kaputt. Und irgendwie kriege ich es irgendwie nicht hin, einen Trafo zu finden für eine Lima-Bahn, der auch funktioniert. Aber das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Ich meine, das ist ja Gleichstrom ohne mittlere Schiene. Aber ich finde einfach keinen Trafo. Also wenn da jemand eine Firma weiß oder generell eine Seite, wo ich da vielleicht mal nachgucken könnte für einen Trafo, für eine Lima-Bahn, aber wäre ich sehr dankbar. 14.39 jetzt hier im Klapphof gerade gefahren. Also irgendwie auf meinem Telefonpult wird mir immer noch angezeigt, dass in Polnok eine KI ist. Seitdem er reingedreht ist, die ganze Zeit. Ich habe jetzt 2 Pinke, einmal diese Xana und einmal Polnok. Du bist so weit. Ich finde es dann, dass Leute in den Zug steigen, nur um Streamer sonst zu kennen. Ja, die ganze Zeit da, aber das ist doch schon die ganze Zeit. Auch als er kaum die vorbei ist, der schon wieder draußen ist, eigentlich schon ziemlich traurig. Ja. Du, Markus, ich finde es jetzt per se gar nicht so schlimm. Ich meine, wenn die Leute es wollen und an wenn die Streamer vorbeifahren wollen, passt es ja auch. Ja, du kriegst solange ja mal noch jetzt quasi den Streamer oder den Stream per se an sich nicht stört. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde es sogar nett. Ja, selbst reparieren wäre eine Möglichkeit. Wobei an Transformator würde ich jetzt ungern rumspielen mit den ganzen Spulen. Aber ich meine, ja, du hast schon recht. Ich könnte mal aufmachen, um zu schauen, ob ich im offensichtlich irgendwie einen Schaden sehe. Aber wenn es einen Schaden irgendwo an den Spulen dran hat, dann glaube ich, wäre ich verloren. Aber ja, das ist eigentlich recht. Ich könnte eigentlich wirklich mal kurz aufschrauben und zu schauen, ob ich irgendwie was Offensichtliches sehe. Ich meine, die ganzen Lima-Sachen, was ich habe, das sind irgendwie so 30, 40 Jahre schon alt. Also Ende März geht's dann in die neue Wohnung und da werde ich dann die ganze Lima-Bahn, die Eisenbahn, was ich dann habe, endlich mal aufbauen. Und bis dahin, bis ab dann will ich dann halt irgendwie mal Trafo haben, wo ich dann sagen kann, da habe ich dann eine schöne funktionierende Strecke. Wunderbar. Auf einer Null-Basis, was dann durch die Wohnung fährt. Ich will das einerseits so zweistöckig machen, einerseits auf Bodenlevel und einerseits so ein bisschen auf Augenhöhe oben drüber. Kapowka, auf so ein Holzgestell. Den restfreie Gleise, weil ich habe so hier. Cool. Was ist das? Einmal ein schneller Intercity und einmal ein langsamer Intercity. Ja, hab Platz. Kann schicken. Wie heißt der Trafo? Kann ich dir jetzt gerade so aus dem Stegreif nicht sagen. Dann müsste ich jetzt nach hinten gehen und in die Kiste reingucken, also wie der Trafo genau schicken. Ist. Ich muss nur Psari fragen, ob der Platz dazu abstellt eventuell. Irgendwo die Schnittstelle, die wo die Gleise gewechselt werden. Aber suche ich gerne mal raus. Ah, ich hab mich abgepasst. Ja, aber ich bestätige, zuerst ruhig den schnelleren Zug dann, damit die sich nicht gegenseitig aufhalten, ne? Und dann passt das alles, kriegen wir hin. Ja, gut. Dann schicke ich gleich die 1341 durch. Für 137 für Loska Polnok, bitte kommen. D1. Aber wen wollt ihr jetzt? Soll ich nicht aufpassen? Die 14.39, dann eine angenehme Weiterfahrt. Schöne Schicht noch. Jo, 14.39 verabschiedet sich und wünscht dir noch eine angenehme Schicht. Danke.
bisschen schon Dampfer bremsen hier. 14, okay. 37, bitte kommen. Bitte wiederholen. Schnapowka, was kommt von dir jetzt noch? Von mir kommt jetzt die 24141. Okay, so viel zur Verspätung. Wir sind wieder on time. Ja, 14:37 für dich wird sich eine Wartezeit von 2 Minuten wahrscheinlich. Also 52 ab war ja eh nach Fahrplan. Achso, du hast eh bis 53 halt. Okay, ja, danke. Fahrplan lesen! Liebe FDS! Ist den Fahrplan. Nutzt Simulant FR, da sieht sogar noch viel geiler aus. Gut, deine Verspätung aufgeholt hat, super, dann habe ich keine schlechte Erfahrung mehr. Ja, tut mir leid, 1341, dass ich nicht schnell genug hinbekommen habe, die Fahrstraße zu stellen. Ja, gut, das war ein bisschen mein Ding, nachdem ich den Intercity ein bisschen ausgebremst habe. Passt schon, ich bin wieder. Dann hast du eigentlich jetzt Prio 1. Nee, also jetzt bin ich wieder quasi in der Zeit. Die 24, und jetzt geht's dann nach den Klassen. Also der Intercity hat immer noch die höhere Priorität, wenn er on time ist. Okay, dann komme ich erst. Ich den notfalls. Wann kommt der andere Schnellzug von euch da? Wie weit ist denn der in Polnok? Der dauert noch. Also der Vetter ist jetzt gerade nahezu am Einfahren. Die Frage ist halt, ob ich jetzt den Intercity warten lasse, weil ich einen 20 Abschnitt dahinter habe, oder ob ich den Intercity jetzt reinschicken soll und der langsam, der schnellere dann hinten dran hängt. Lass ihn mal warten, ja doch, lass ihn mal lieber warten. Jetzt ist er auch unnötig, aber lass ihn trotzdem warten, würde ich sagen. Warte mal, Intercity warten lassen? Polnok, kannst du sagen, wann der schnell zu kommen würde, circa? Wie lange der noch braucht? Bis wohin? Was er bei dir durch ist, sag ich mal, dass ich etwa weiß, wann der bei mir ankommt. Also der schnelle Intercity, nee, der ist gerade halfway bei mir. Ciao, Kollege, gute Fahrt. Gleich, ja? Okay, soll mal sein. Genau, ja. Ich muss auf jeden Fall mal stellen, der kommt noch, also der würde sonst warten müssen. Ja, muss ich machen, ich hole den also raus jetzt. 24141, bitte. Wüsste ich, dass die nicht übers Telefon reden. Jawohl, ja. Ja, schönen guten Tag. Als Information für dich, ich stelle dich bei mir kurz auf dem Abstellgleis aufs Kaffeepäuschen gleich, sagen wir mal so. Das hätte nämlich keinen Sinn, wenn ich dich jetzt vorlassen würde. Wir haben hinter dir gleich einen Schnellzug, der noch kommt. Und der würde dir sonst die ganze Zeit am Arsch kleben, jetzt auf der 20-Kilometer-Strecke, die anschließend kommt. Ja, alles klar. So, was ist denn mein nächster Halt? Also wie gesagt, sie kannst du eine Zigarette rauchen, Kaffee holen oder trinken, was auch immer, oder mal auf Toilettchen, was auch immer brauchst, das Gleis ist dafür beräumt. Ja, tatsächlich bei der Toilette mal gar nicht so schlecht, aber bis zur Wiese, glaube ich, halte es dann auch nur aus. Ah, das ist so schlimm, wenn man hier auf Fahrplan fährt. Also, 13:41 für Freundes hat der Kaputt bekommen. Dass du halt nicht einfach mal weggehen kannst. Pause machen. 1241 wird. Und zwar wirst du dann ca. 3 Kilometer aufs Gegengleis geleitet. Die Fahrt auf dem Gegengleis wird dann bis nach Psari erfolgen. Na, das ist doch wundervoll. Ciao. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich das Tanker, in welchem Film ich das gehört habe. An die 24141, du kriegst jetzt gleich sogar das. Alles passt alles, ich krieg das alles unter. Passt. Kannst also gleich weiter. Perfekt. In welchem Film war das mit der Tanker? Ja, genau, das ist mir auch gerade aufgefallen. So der Schnellzug, der muss nämlich hier gar nicht geradeaus weiter, der geht ja hier links ab und dann ist er dem gar nicht im Weg. Ja, stimmt, weil es ist ein 13er, ja, richtig, stimmt, der hat sowieso drin, ja. Hat gerade mal so, ja, und der fährt jetzt zwar kurz über die Abstellung, aber ich glaube, er ist eh plan ein bisschen zu früh, wenn ich mich nicht täusche. Leider bin ich 4 Minuten zu spät.
Ja gut, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, du hast gleich 20 Kilometer vor dir frei. Da ist zwar noch ein Schnellzug, aber den kriegst du keinesfalls noch. Also raus aus der Kiste, denn was du willst, was du kannst. 13.41 ist der Schlupfer durch. Sei mir nicht zu spät, das muss ich sowieso anhalten. Ja, das sind ja noch über 30 Kilometer, glaube ich, irgendwie so. So, für uns erstmal Maximus Schmackes bis nach Zawirsi. Also gute Chancen, dass du noch einholst. Das kann sein mit dem Westler, aber ich habe das auch noch irgendwie in einem anderen Kontext in einem Film gehört. Aber ich komme einfach nicht drauf. Wie? Aber ich glaube, das war nicht ein Westler. Ich habe so eine Fahrdienstleiter. Woran erkenne ich, wie schnell man über eine Weiche drüber fahren darf? Das erkennst du hauptsächlich daran, was da steht. Also du müsstest eigentlich immer eine Anzeige haben mit dem Signal und müsstest dann, glaube ich, auch direkt angezeigt bekommen, nochmal die Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich. Weil da steht auch rechts immer so und so viel Meter, so und so viel Geschwindigkeit. Ja, stehen nur die Meter mehr. Tanker. Da steht nur die Geschwindigkeit vom Zug. Gelb eingekreist steht es doch da, wie viel Tempo das ist. Okay, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was ist mit dem Westler? Ich habe auch gerade gefunden, aber Fahrdienstleiter kannst du nicht erkennen, wo das oder wie schnell der gefahren wird. Du bist noch in der Signalstellung. Außer du bist im Drucktastensteller, dann siehst du schon. Ein Drucktastensteller schon, aber wir haben alle einen Computer, deswegen sehen wir nicht. Ich habe das mit der Tanker, das habe ich irgendwo in einem Film oder Serie, glaube ich, war es mal so nebenbei gehört, das ist so in einen Satz gelaufen. Aber ich glaube, das hat da, glaube ich, nichts mit Wrestling zu tun gehabt. Oder ist vielleicht. Aber ich komme nicht drauf, wo ich das mal gehört habe. Kannst du mal ins neue Stellwerk gehen? So Snobbig, Bulli, hau mich tot. Ah, das ist nicht so spannend. Aber werde ich noch machen. Sagen, wie schaut das aus? Gehe ich wieder ins Regelgesetz oder bleibe ich auf IDB? Erstmal werden wir hier noch ein bisschen fertig fahren. Du gehst bei mir nicht mehr aufs Regelgleis, weil du gleich auf den eingleisigen Abschnitt abfährst. Das ist dann aber für dich das Regelgleis. Wir geben uns aber noch den Chaos hier auf die E1. Alles klar. 14.137 für Preis hat er kaputt bekommen. Außer ich sehe jetzt mindestens so 10 Daumen nach oben, die jetzt meinen, ja, wir müssen jetzt ganz neue Stellwerk reingehen. Aber ich sage euch gleich schon, das wird nicht so spannend wie die Fahrt hier. FDL, knapp hoch, gar komm. Vielen lieben Dank für den Follow, King Schweden. Und 14.37 für Pfizer, dann kommt. Ja, hört. Du wirst gleich in ca. 2 Kilometern ins Gegengleis umgeleitet. Die Fahrt im Gegengleis erfolgt dann bis nach Psari, dort wirst du zurück ins Regelgleis geleitet. Why? Hab verstanden. Why? Karte. Ah. Ja, dann machen wir mal auf Slow-Mo. Ja, das war zu früh. Nein! Ah, come on! Die Reader-Hefteln haben dafür Übersichten, was welche Geschwindigkeit über welche Weichen und die Wege möglich sind. Wird man auf einem Gegenwert geschickt? Kommt da jetzt noch was für mich von euch, Jungs?
Ja, nein, aber die FDLs finden sie irgendwie witzig. Dann die 24, 42. Ach ja, wie ich Bot das liebe. Bot oder beide besetzt. Aber jetzt Gegengleiser aber aus welchem Grund? Also die 14 und 21 besetzt aktuell jedenfalls noch. Und die 24, 22, 41 sind auch nicht besetzt. Bug 1341 ist ein Gleiszeug bei mir vor einer Minute. Oh, oh cool, den Gleisungen haben wir auch noch. Ich frage mich bloß, was ist denn Zug 1341? Den ich frage mich, was hier überhaupt das FDL da gerade macht. Alter, auf der ganzen Strecke, stören bis zum geht nicht mehr. Oh, interessant. Der ist also auf dem eigentlichen Abschnitt entgleist. Das ist aber nicht gut. Gut, also 125. Oh, geht schon. Ich bekomme nicht ändern. Nö, will ich jetzt nicht. Reines so. Protest nicht. Ja, ich mache eher was anderes als Protest. Muss sie da dann Zug umsteigen, ne? Ja, ich frage mich immer noch, wie man das überhaupt hinbekommt. Ich bin jetzt auch schon 600 Meter plus gefahren, aber eine Entgleisung hatte ich noch nicht. War es vom Timing nicht ganz so gut? Muss er damit zurücksetzen? Also klar, wenn der Fahrer die Zeit auf einmal reicher unter dir umstellt, aber sonst? Ja. Vor allem, das ist ja fast nur gerade. Da kannst du ja fast nicht so schnell. Ich meine, die sind ja auch gestern hier bei mir um 8. Irgendwie ist hier einer über eine 100er Weiche mit 200 gefahren. Das ist passiert. Also. Wir fahren jetzt so. Das passt schon. Ja, das stimmt. Ich hatte vorhin auch so einen Patienten, der hier mit 180 über die 100er Weiche gebrettert ist. Ja, aber der gestern Abend war auch gut, weil ich hab den die ganze Zeit abgefunkt und dann genau in der Sekunde, wo er mit 200 darüber ballert, funkt er einfach zurück. Und sagt, oh, ist ja gerade immer gut. Nein, IDCS, das ist doch nicht da. Macht man ja so, ja, aus Langweil bestimmt nicht. Nein, eigentlich nicht. Also man muss zugeben, ne? Vor der Strafe nehmen wir es jetzt schon irgendwie schöner aus. Finde ich. Auch wenn es nicht nach Vorschrift ist. Aber es wird vermutlich eh keinen Menschen hier auffallen. Warte mit den FDLs. Ich glaube nicht, dass sie hingucken. Ich überlege gerade, ob ich mir einfach schnappe mit dem Befahrer. Und TD2 wird es auffallen, aber sicherlich nicht den Simrail. Das musst du wissen. Ich dachte, du sitzt im Stellwerk. Geiles Kommentar. Ich höre bei dir nur Feuerrauschen. Das musst du wissen. Du sitzt ja jetzt eigentlich im Stellwerk. Achso, was du sagst, hab bei dir gerade nur voll Rauschen gehört. Oha. Popcorn rausholen. Comedy. Soll ich kurz sprechen, dann ist wieder ein Rauschen und ein Piepen. Sag mal nochmal was. Mein Bruder. Das musst du wissen, ob du nochmal fahren willst. Doch, ich bin schon auf Discord, aber jetzt gerade nicht, während ich stream. Hallo? Das wäre jetzt gerade ein bisschen unpassend. Oh, ich glaube schon. Oh, mit Funkdisziplin brauchst du erst gar nicht mal anfangen bei Simrail. Aber es hat schon geholfen, ich habe das einmal gesagt, dass die Leute mal Klappe halten sollen, haben sie ja wirklich gemacht. Und beziehungsweise einer kam dann wirklich auf die Idee, Kanal wechseln, wenn man schon Privatgespräche machen will. Oder zumindest nicht relevante Gespräche machen will. Haben die echt gemacht? Also Props. Gut, die Leute dafür war sich jetzt schon jemand anders zugeschaut. Ja, E1. Die 411-36. Ah, bitte wiederholen, ich habe gerade den Funk nicht gerade wirklich beobachtet. Die 411-36 habe ich gerade versucht anzusprechen. Du hast bei mir einen Gleiswechsel, wie du sicherlich gerade merkst, und dann freie Durchfahrt. Kannst Gummi geben, rausholen aus der Kiste, was geht. Alles klar, besten Dank. Die 411-36 hat hier einen kurzen Halt, also du musst dich auf den Halt vorbereiten. Du stehst gleich kurz bei mir. Nicht planmäßig, aber ich muss leider einen Gegenzug noch abwarten. Ey, was? Jetzt habe ich nochmal Verführung. Einmal, okay, das läuft ja besser als gedacht. Jo, bin dran.
Bei euch ist ja nichts mehr, ne? Nee, ich wechsle gerade schon den Tracking, glaube ich, dann weiß ich ja davon komplett ab. Jetzt sind einer ziemlich das Skelett hier. Ja, sicherlich nicht. Noch nicht. Die 24, 22, 41, du kommst für mich auch ganz kurz aufs Abstellgleis, es geht dann aber zügig weiter für dich. Ja, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich jetzt da irgendwie Zeit einfahre. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich höre leider nichts, falls du nochmal wiederholen möchtest. Andererseits, es kommen noch sehr viele Stellwerke vor uns. 24, 22, 41 hat verstanden. Was wäre denn der Grund für den kurzen Aufenthalt? Ich habe noch gerade einen Zug vor dir, den ich kurz reinleite. Und dann, sobald der Block wieder frei ist, sage ich mal, schicke ich dich dann direkt wieder raus aus dem Gleis. Also es wird wahrscheinlich sogar darauf hinauslaufen, dass du direkt wieder grün kriegst, aber halt langsamer fahren wirst. Bist du mit verstanden für 24, 22, 41? Ja, nicht den Stecker ziehen. Dann läuft's einmal gut. So, moin, Dieter. Ach, das ist immer so ein Hoch und Tief auf dem DR1-Server. Ah, es wäre schon irgendwie schön, wenn es ein FDL auffordern wird mit dem Stromabnehmer. Ah, ich glaube, das wird nicht passieren. Und falls ihr gerade FDL seid und ihr schaut meinen Stream und ihr habt jetzt den Hinweis von mir, dann zählt es nicht. Es muss schon ein FDL sein, der nicht den Stream anguckt und dem das auffällt, dass ich mir einen falschen Stromabnehmer fahre. Ja gut, dann werden wir ein bisschen cruisen hier. 3 km zu viel ist ja okay. Am 4. Und das 24, 22, 41 hat dann jetzt jeden Moment auch Ausfahrt und kann dann direkt weiter. Auf der 1 macht es echt Spaß. Keine Fahrt ist mit der anderen. Ich bedanke mich, eine ruhige Geschichte noch. Auch so. Ja, das stimmt schon, das ist jedes Mal ein Abenteuer. Hat zwar ein bisschen teilweise Frustpotenzial, aber es macht schon Spaß, muss ich schon zugeben. Also unterm Strich, die 411-36 hat jeden Moment Ausfahrt. Ich wünsche dir noch eine schöne Schicht und einen schönen Feierabend. Ja, ich glaube auch, dass die meisten FDLs, die jetzt zumindest bei Simrel dazukommen sind und die nicht von TD2 kommen sind, auch nicht auf das achten. Aber die TD2-Spieler, die achten schon auf das. Aha. Luigi verdauert mit falschem Panto. Skaga, die Sperre ist raus. Merken wir uns. Am besten sind dann die, die das mit allen beiden Pantos fahren. Aber jetzt was, machen wir es einfacher. Wir fahren mit beiden Panthers. Weil das müsste dann auffallen. Na? Also, das müsste man doch sehen, dass beide Panthers oben sind. Also, es ist schon als FDL deine Aufgabe zu gucken, dass die Leute korrekt wegfahren bei dir. Und wenn du dann siehst, dass jemand mit einem falschen Panther fährt, oder mit beiden zum Beispiel, und das ist nicht gerechtfertigt, also zum Beispiel, wenn es gerade schwerer Güterzug ist beim Wegfahren, dann musst du das schon melden. Theoretisch. Ja, Sparklefuchs, es hat dann schon seine Ausnahmen. Ist schon richtig. Aber zumindest musst du dann den Fahrer darauf hinweisen, hey, du hast den vorderen Hinterrein drauf. Oder was ist da los? Du kannst ihn nicht einfach falsch wegfahren lassen. Also, du solltest dich dann zumindest hinterfragen. Also wir machen jetzt erstmal Wintermodus. Wir haben beide oben drauf, damit wir hier den
das Eis wegkratzen, ist erstmal unsere Ausrede, obwohl es hier grün ist. Falls uns ein FDL darauf anspricht. Oder wir sagen einfach, wir brauchen doppelte Leistung, ne? Zwei Pantos, doppelte Leistung. Macht Sinn. Aber irgendwie zieht die nicht doppelt so schnell. So ein Fake, ey. Also vergleicht nicht Deutschland mit Polen. In Polen ist auf das ganz anders. Es ist vieles ähnlich, aber trotzdem einiges anders. Im Winter die beiden was? Im Winter wird mit beiden gefahren oder wie? Oder noch Wintermotor oder Schnee dazu kommen. Also ich kenn's aus Österreich, dass wenn es extrem eisig ist und dass es Kontaktprobleme gibt, dass man mit zwei Pantos fährt in bestimmten Situationen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie diese Situationen genau definiert sind. Aber ich weiß, dass es das gibt im Winter, dass man teilweise mit zwei Pantos fährt. Aber wann und wie das Reglement dann ist, gut, dann musst du das müsste dann jemand sagen, dass alles wieder der da entsprechend aufheben, die Blöcke so umdrehen, die Ausbildung und so hat, weil ich bin der Lokführer. Wann das der Fall ist. Das darf ich mir jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall vorkommt. Und in Polen ist es halt so, also das weiß ich ja mit Sicherheit, wenn du halt einen längeren Halt hast, dann machst du halt alle zwei Pantos hoch, damit die punktuelle Belastung von der Oberleitung auf alle beide Stellen ausgeglichen wird und das halt nicht über eine Stelle geht, damit du die Oberleitung schonst. Und wenn du jetzt einen schweren Güterzug hast und du halt mit Vollleistung wegziehst, dann machst du das am Anfang mit beiden Pantos und dann ziehst du einen runter. Das sind die zwei Situationen, wo ich weiß, dass es in Polen so gemacht wird. Mittlerweile auch da die Option, dass du sagst, okay, rein vom Kontakt her, wenn die Oberleitung vereist ist, dass der erste quasi der Schaber ist und dass du mit dem zweiten dann halt den Kontakt drin hast. Alles klar, schönen Feierabend dir denn. Nicht überall, aber den meisten Stellen 3KV. Interessant, kann ich da noch umstellen hier? Ach nein, das war nur die Lithium-Strom-Einstellung. Okay. Und Pollack, du kannst dann auch wieder freigeben. Wir fahren dann jetzt wieder zweigleisig. Ist zumindest bei der Kälte eine gute Option. Weil der Motor halbwegs warm ist, dann fährt die Maschine.
Wir tracken einfach auf Diesel umstellen. Ich glaube, das werden sie dann eher mit der... wie heißt sie? Oh, jetzt hält den Namen nicht ein. Mir liegt's auf der Zunge, mir fällt der Name von der Lok gerade nicht ein. Ach, wie heißt denn die neue Universal-Lok? Mir fällt's gerade nicht ein. Liegt's auf der Zunge. Das kann es doch nicht sein. Wie heißt denn die eine neue Dual-Lok? Mal kurz hier. Ja, ich bin irgendwo in der Mitte eingestiegen, wenn du mit mir sprichst. Also ich habe mir das nicht von vorne gegeben. Ich lasse meistens die Strecke zwischen Warschau und irgendwo Psari aus. Also da im Psari irgendwo fange ich an, bis nach Katowice. Das ist so mein Lieblingsstück. Ja, und wenn ich Vektron. Katowice bis nach Psari jetzt fahre oder von Psari nach Katowice, das ist so meine Vektron, da so krall ich mir mal. Meistens die E4, Alter, ist mein Lieblingslog. Da muss noch alles selber machen. Und dann schalte ich noch alle diese Helferlein aus, da im alles, was also Geschwindigkeit anzeigt, Signale, das schaue ich einfach alles selber und ist das alles ziemlich cool. Also gerade Vectron und Diesel Vectron, die wären doch hier in Polen ideal. Das gibt dem Ganzen mal ein bisschen was zu tun. Hat Telefon, by the way. So, also schauen wir mal. Goda, da haben wir Durchfahrt um 25. 13 Kilometer. Also, ne, es war wirklich die Vectron, die ich gesucht habe, vom Namen her. Ich mache hier meistens, ich habe ja einen Stream meistens laufen, kannst du hier mal reingucken. Jetzt zur Zeit nicht, ich bin zu müde, Alter, aber vielleicht morgen. Ach, noch ein Streamer, moin Kollege. So, der nächste Fahrdienstleiter ist der.gamer112. Mal schauen, was er mit uns anstellt, weil hinter uns ist ein LTE, aber der vergleicht schnell wie wir. Hinter dem ein Express. Ich hoffe mal, er lässt mich durchfahren. So, Zawirsi, Lazy, Taboba. Oh, lass mich das mal weiterziehen. Oh, das ist so eine Schande, dass man den Fahrplan nicht weiterziehen kann. Ich würde gerne wissen, was weiter noch kommt. Einzel von der Planung her. Ich finde es ja nur gut, dass es unendefekte Gleise gibt. Zeitgleich existiert nur E-Loks im Spiel. Den Kollegen nicht mal, obwohl ich genau hinter dir bin. Ja, also ich meine, diese Loks werden ja noch kommen. Und wir haben ja schon ein paar Mal in den Streams ja drüber geredet, also auch, denke mal, Rangieraufgaben oder sowas ähnliches wird dann noch kommen, dass man da irgendwie rumspielen kann. Simrad ist ja noch super jung und hat noch so viel Potenzial. Also, geben wir dem mal ein bisschen Zeit, dass sie das ein bisschen ausbauen. Und gerade die Community wird dann auch noch mitwirken können. Wir müssen uns einfach nur gedulden. Aber ich glaube, After Games, TS Classic und Trains in World, wenn sie das ausbauen, können wir da mal ins Archiv schieben. Und dann wird Simrail der neue Player hier werden. Bin sehr guter Dinge. Ich werde es beobachten. Ich meine, wenn dann Simrail irgendwie sagt, es kommt dann mal eine neue Hauptstrecke raus, zum Beispiel. Was wäre das denn für eine Strecke? Berlin-Dresden oder Stuttgart-Zürich? Boah, Stuttgart-Zürich. Das wäre geil. Da kannst du ja auch nämlich theoretisch auch über Basel fahren. Wenn sie dann zum Beispiel so ein Add-on rausbringen mit den Stellwerken zwischendrin und da verlangen sie zum Beispiel 50 oder 60 Euro,
aber das ist dann in guter Qualität. Mit den FDL mit dabei, mit geilen Fahrplan und vielleicht noch Custom-Fahrplan. Da sage ich aber euch eins. Da gebe ich das Geld dafür aber aus. Wenn die Qualität geil ist. Und dann haben wir vielleicht irgendwann zigtausend Server mit den unterschiedlichen Strecken. Ich meine, da kannst du ja jetzt schon Streckenabschnitte auswählen, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Auswahl hat. Aber dann zieht es voll durch. Sobald da die Strecken am Start sind, gebe ich mir den 7 und den Warenkorb. Und lieber Fanger oder nach Polen, ey, geil. Ja, ich bin echt gespannt. Ich meine, man kann jetzt echt nur spekulieren, was alles kommt mit dem Edit und der API. Aber die Community soll die halt irgendwas machen können. Also das Jahr wird auf jeden Fall spannend mit SimRail. Bin sehr gespannt. Ja, die Marschbahn. Aber was ich auf allermeisten gespannt bin, ist, dass die Umsetzung von der Dampflok, die sie angesetzt haben. Weil die sollten sie wirklich gut machen, weil die Physik-Simulation, was sie dann mit der machen, wird dann zum größten Teil auch die Basis sein für die nächsten Mods zumindest. Was sie da von der API bereitstellen. Ich hoffe, das machen sie gut. Aber Dampflok fahren dann in SimRail. Ja, bitte gerne. Oh, was? Katowice hat einen Wobbenfund. Haben die FDLs wieder Spaß da hinten? Zürich Danzig als Nachtzug. Der Block. Noch was in Katowice. Ein bisschen eingeschränkt. Naja, wir haben noch ein bisschen dahin. Lazy gibt es ein paar Überholungen. Ah ja, schön. Saveritze hier, 2441. Ich bin etwas spät dran. Er bietet Zufahrt zum Bahnsteig. Jo, stell ich dir. Okay. Liebe Leute, ich werde mal ganz kurz den Bot aktivieren. Und zwar jetzt. Ich vertraue mal drauf und baller durch, ne? Ich muss mal ganz kurz. Achso, wir sehen. Der Bot übernimmt. Ich bin gleich wieder da. Jo, fahr durch. Noch 400 Meter, Mann. Nope, ist sich leider nicht ausgegangen, aber war ein Versuch wert. Hier sind aber auch. Ich hatte jetzt Zahlen ist so, leer. Genau jetzt. Ich hatte Zahlen leer. Ich habe hier die 2140. 24141. Das ist aber auch ein bisschen Verspätung, 42140, oder? Ja, ich höre dich ganz gleich. Du hast gleich Abfahrt. Gib mir eine Sekunde.
So, ich bin wieder da. Was ist denn hier los? Dann lasse ich einmal den Bot fahren und sehe hier ein rotes Signal. Was habe ich verpasst? Was ist da los? Gora? Nein, der will jetzt aber nicht den Güterzug mich überholen lassen, oder? Was? Ey, Gora, das wagst du jetzt aber nicht, oder? Wer ist dein Gora? Die Gamer 112. Gora für 24, 22, 41. Das ist der Güterzug jetzt hinter mir, der sich jetzt noch gemeldet hat. Und Gora hört man nicht. Ja, irgendwie... Hier passt alle Lichtsignale, aber ich krieg dich hier nicht durchgeschickt. So, von Gora einmal die 141-37 und die... Oh, jetzt habe ich die Nummer vergessen. Ich wahrscheinlich, ne? 24-22-41. Aufgrund von Gleisarbeiten ist leider momentan nur... ein Block frei, der wird jetzt quasi in beide Richtungen gefahren. Da müsstet ihr jetzt leider gerade mal einen Moment auf den Zug aus Zawice warten. Ich wär so für ein FDL... Ich krieg deine Fahrstraße nicht hin. Ich hab dich jetzt mit Ersatzsignal losgeschickt. Also ich wäre so dafür, dass wir in dem Stream irgendwie so einen Counter einbringen mit FDL-Phase und Fahrer-Phase oder beide Phase. Oh. Ja, geil. Jo, ich dir auch noch eine... Jo, haut alle ab. Ah, nichts wie weg mit denen, nur. Ja, wundert's euch, ich wenn ihr da so ein, nicht, auf der mega langen SPL da eingleisig macht? Ich meine, jeder Zug ist dann einfach verschwindet. Lassen? Bist du irre da drüben? Du kannst doch nicht bei dir in der Station, das macht mir ja Angst. Jungs, ich glaube, ich fahre durch hier, das ist da drüben nicht sicher, glaube ich. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber YouTube und Twitch, schaut euch gerade zu. Ja, stimmt, ihr könnt mich in Go. Aber das wissen sie vermutlich nicht. Ja, ein wenig. Ja, Kalle, hier gibt's keine Fahrstraße im Gegengleis. Doch, die gibt's schon, aber man muss einfach mit dem Stellwerk umgehen können. Das weil dann muss man den Pfeil drücken für Gegengleis. Aber wenn man einfach keinen Plan davon hat, dann macht man halt sowas auch nicht. Jo, sind Gleisarbeiten da. Da ist heute nur ein Gleis befahrbar. Weil gerade in Zawirsee musst du halt beim Drucktastenstellwerk den SPL umdrehen, plus bevor du das Signal reingibst, musst du halt der SPL sagen, wir fahren in die Gegenrichtung. Es ist eine Zusatzaction, die du machen musst. Ansonsten kannst du halt, wenn dann nur über SZ machen. Ist das nur, weil keine und dann kann der eigentlich nur mit Super Slow Mode durchfahren. Ah. Ich bin vom Gegengleis. Jetzt schon 24, 22, 41. Wen möchtest du sprechen? Mich? Richtig. Was geht jetzt ab? Nach Gora Vodivka nur ein Gleis befahrbar heute. Aber für dich betrifft das nicht. Du willst eh in eine andere Richtung, wenn du zu mir willst. Was war das 24, 22, 41, wenn ich das richtig verstanden habe. Der steht jetzt momentan bei mir in Gora. Der wartet jetzt quasi genauso wie die 141, 37 auf den Gegenverkehr. Achso, ja, stimmt. Ja, 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 ja. Dann ist das doch so. Ja, stimmt. Ihr könnt. Oh, ich muss immer noch realisieren, dass ihr mich bis da hinten hin hören könnt. Stimmt, du kannst Leute, glaube ich, 18 Kilometer weit hören, ne? Und ihr seid irgendwie ziemlich genau 18 Kilometer weit weg. Sag mal, wollt ihr nicht vielleicht alle beide SPLs wieder aufmachen? Weil die SPL, was ich jetzt auf Eingleisig gemacht habe, ist unglaublich lang. Und hat einfach alles jetzt Verspätung wegen dem.
Ah, sprecht alle nicht durcheinander. Er hat sich vermutlich ignorieren, aber... So, ich mache mal den Live-Map wieder ausrichten. So, wo bin ich da? Da ist Gora. Ja, und sonst so. Was läuft bei euch so? Hört sich nicht so gut an. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich hier fahre. Wenn das bis zur WLC eingleisig erstmal angesagt ist. Stimmt eigentlich. Könnten eigentlich mir mal alles zumachen. Wer steht denn in Saviersi? Was ist Roter Oktober? Kreativer Name. Von Saviersi kommt der Username der Profi mit einem 42er und kurz vor Saviersi gibt es Stau oder leichten Stau, aber er bewegt sich. Was muss man in Saviersi beachten, wenn man ins Gegengleis schickt? Also einerseits 141,37 von Gora, das geht jetzt einmal durchs Gegengleis. Die Jungs, die haben sich beeilt, die Baustelle ist jetzt weg. Ja, ist klar. Immer in der Rolle bleiben, Jungs, immer in der Rolle bleiben. Jedenfalls, was man beachten oder, muss. Oder der Fahrdienstleiter wusste nicht, welche Weichen er zur Verfügung hat. Könnt ihr mal, was es ist. Ich glaube, da kannst du mit der SBL nicht umgehen, aber jedenfalls musst du bei der SBL nur zusätzlich die Gegenrichtung einschalten, ansonsten kannst du keine Fahrstraße machen. Ah. Gibt's jetzt sieben Kollisionen? Ja, oh ja, die gibt's. Was kommen denn hier viele Güterzüge? Und schon wieder, moin Sinn. Ganz schnell ja, weg hier. Grüße zurück. Warum ist es so dumm? Der eine ist zu inkompetent, sein Chef zu bieten und die beide waren da auf den Funk voll. Herzlich willkommen zu Simray auf DG1. Chaos pur. Jeden Tag. Gora, könnte ich denn eventuell hinter den Eurocity direkt hinterher? So 2 auf 1? Ja, dich schicke ich gleich hinterweg, sobald der Block frei ist. Oh, wenn er das macht, dann viel Spaß für alle Gegenzüge. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. In Saviersi sehe ich schon jetzt auf der Live-Map. Da staut ja, sich's. Wir geben ja alles. Wir haben nicht ganz damit gerechnet, dass der Block da so lang und dass sich das so zieht, weil der hat ja selbst auf dem ersten Block schon fast 2 Minuten verbracht jetzt leider. Sind tatsächlich genau 16 Kilometer. 16 Kilometer eingleisig. Okay, dann hat das also nichts mit dem Block nochmal zu tun. Gut zu wissen. Was ist das, echt 60 Kilometer? Ja Gott, könnte hinkommen von der Karte her. Ah ja. Stromabnehmer wieder hoch, doppelte Power, ist klar. Ich meine, wenn wir schon mal bei Störungen sind und auf der Gegengleis fahren etc., was war bis jetzt so das Schlimmste, was euch so passiert ist auf einer Fahrsession? Schreibt das auch mal in den Live-Chat, würde mich mal interessieren. Inklusive der größten Verspätung, genau durch solche Spieße.
Ja, Markus, wir fahren jetzt links. Ist es neue rechts? So, 242, 241. Gute Fahrt. Ja, danke, die neue Geschichte. 34 Kilometer danke, danke. Ich glaube, ja, ich fürchte, das werde ich haben. Ja, wir müssen ja eben noch wieder den Streckenblock wieder umdrehen. Ne? Ach, das ist ja eine Einzellok und der macht hier so einen Alarm. 43 Minuten vor Lazy. Eigentlich habe ich das geschrieben, weil da noch ein Zug dir entgegenkommt. Ja, ich habe auch nur vor Max 125, warum auch immer, also. Keine Ahnung, so gut geht's mir jetzt auch nicht. Moment, da kommt ein Zug auf dem Gegengleis? Ja, das ist aber auch wirklich nur die Lok. Also stimmt, da kommt irgendwas. Der könnte auch 160, wenn er will. Der ist jetzt aber nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich ja, dachte gerade schon. Das ist alles noch gewesen. Wenn ich bei dem jetzt voll reinkracht wäre. Da leider ist leider keine Fahrstraße, dafür gibt leider nur das Signal. Holy shit! Ich dachte jetzt gerade so, ja, ich sehe es gerade auf der Live-Film, da kommt was entgegen. Bitte nicht auf mein Gleis. Wäre nicht die erste Frontalkollision. Der 4240 an David, ja? Oh, ja, bloß weg von den Chaoten hier. Ich weiß schon mal, der ist schon weg, aber kannst du die Züge, die Richtung Gora fahren wollen, nicht über Perron 1 schicken und dann die normale Fahrstraße nehmen? Theoretisch würde das auch funktionieren. Oder? Wie meinst du? Ach so. Ach ja, ich könnte das auch, aber ich weiß gar nicht, ob es da eine Fahrstraße für gibt. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, für den Moment hat es wirklich so ausgesehen, als kommt der auf mein Gleis. Aber das wäre es gewesen. Das wäre dann auf alle Fälle in die Hall of Fame eingegangen. Mit den beiden da. Erstmal auf der einen Gleis die SPL eine Kollision. Jetzt geben wir aber eine Beschwerde. Sein Ersatzsignal ausgegangen hier. Warte, ich stelle ein neues. Sowjetsche, du weißt schon, man kann auch aufs Gegengleis Züge mit normalem Signal schicken. Nein, hierbei nicht. Ich habe es ausprobiert. Fahrstraßen gibt es nicht mehr. Doch das geht. Man muss einfach nur DSPL entsprechend einstellen und auch noch die Gegenrichtung aktivieren. Dann geht es. Ja, habe ich ja. Es ist alles in Ordnung. Der Pfeil zeigt in die Richtung und alles ist an. Es gibt anscheinend keine. Geht nur den Pfeil, du hast auch einen Zusatzschalter für die Gegenrichtung. Den musst du erst aktivieren und dann kannst du erst die Fahrstraße machen. Siehst du, so viel zu Leuten, die einfach den Plan haben von ihren Drucktastenstellwerk. Aber ich kann den G-Schalter gar nicht drücken. Was für ein G-Schalter? Du hast direkt vor der SPL hast du so einen kleinen Pfeiltaster. Und den musst du aktivieren. Das ist der Pfeil für die Gegenrichtung. Wenn der leuchtet, dann kannst du erst das Ausfahrsignal machen in die Richtung, in die Gegenrichtung von dem SPL rein, wo du hinschicken willst. Es ist alles richtig hierbei, aber ich kann keine Fahrstraße stellen. Wie gesagt, es gibt kein Lämpchen für diese Fahrstraße nach dahin. Das brauchst du doch nicht. Es ist so ein kleiner Pfeil. Das geht jetzt wieder aufs Hauptgleis rüber. 4-2-1-4-0 hat verstanden. Na, ich lass es. Hier noch eine Geschichte mit Gora. Das soll ich Lehrer spielen. Ich meine, wenn sie meinen, sie müssen ihr Stellwerk dazu machen, dann soll sie es machen. Ah, riecht gut. Bravura. Alles gut. Soll ich meinen Grün krieg?
Ich habe das ja einmal in Zabirsi gezeigt, da war ja auch Yoshi mit dabei, da haben wir einmal gedreht. Ich meine, das ist auch nicht das geilste Sache, aber da waren beide SPS aktiv. 64, 40, 46, ist eben noch ein Personenzug vor dir, dann kannst du durch. Eben, macht's einfach Spaß, nur wenn ihr damit mit den Schirren umgehen könnt. Ja, yeah, geil, wir werden langsamer. Ich glaube, das ist im Forum in der Anleitung gar nicht drin, bezüglich des mit SPL drehen, weil das aktuell auch gar nicht machen muss. Ich meinte, ich habe das in meinem Tutorial, glaube ich, ganz am Anfang irgendwo mal ganz kurz angerissen, aber nicht weiter vertieft, weil das halt in der Regelfall einfach nicht machen muss. Aber vermutlich muss ich mein Tutorial rausschmeißen mit Sonderfälle in Stellwerken. Wie gehe ich dann mit meinem Stellwerk um? Also ich habe es auf jeden Fall erklärt, wie mein SCS, also beim ESCW, dreht und dann die Fahrstraßen macht. Aber ich glaube, beim Drucktastenstellwerk habe ich es nicht gemacht. Moin, Kollege. Warte mal. War das Yoshi? Ah, das ist Yoshi. Ciao, Yoshi. Also alle mal Daumen nach oben für den Yoshi. Schön war er dabei. Ja, ich denke mal, ich werde für Simrail ein dediziertes Tutorial nochmal machen mit How-To-Störung. Auch wenn ich ein bisschen Schiss davor habe, dass wenn ich das rausbringe, dass ich dann noch mehr FDS dazu bringe, Störung zu simulieren, aber zumindest wissen die Leute dann, wie man dann mit den Stellwerken umgehen muss, wenn man dann Sachen macht, die nicht regelkonform, wenn sie einfach anders laufen. Gott, servier sie, wie man dann halt Züge in die andere Richtung reinschickt, etc. Was meint denn der Live-Chat dazu? Sollte ich sowas machen oder wird es eher triggern, dass wir mehr Leute haben, die meinen, sie müssen Störungen machen? Sagen. Okay. Ja, Tutorials sind ja schon gut, aber Tutorials gerade in der Richtung könnten dann auch missbraucht werden. Das ist einfach meine Angst. Ja, kannst du machen. Weiß nicht. Den Schaltpult nicht. Kann ja damit Computer... Was kann ich das nur machen, aber ich würde auch nicht so Aufstellung machen, mal mache ich das, aber ansonsten mache ich nie was eine, was, hä? Wie sonst lasse ich die Züge immer durchfahren, ab und zu kann man eine Störung simuliert werden.
So, ich sag mal anhalten. Und etwas abrupt anhalten. So. Ach, war das jetzt für dich nicht genug, oder was? Ach, Mann. Ist schon das zweite Mal, dass mir das hier passiert. Na, wann reicht's für dich? Komm schon. Also so lang ist jetzt. Okay, jetzt bremsen. Geht schon. Bis im gesunden Rahmen bleibt, ist es okay. Sonst macht das Spiel auch keinen Spaß. Ja, dann machen wir mal How-to-Störung in SimRay, wobei. So 64, 46, für dich geht's jetzt weiter. Ich überlege mal noch, wie ich das mache. Damit das nicht irgendwie falsch genutzt wird. Ja, erste Stufe verpasst. So, schnell weg hier. Es hat immer noch keiner was wegen dem zweiten Stromabnehmer gesagt, ne? Und ihr beiden da vorne könnt euch jetzt dann rennen, um die Abfahrt leisten. Wen meint er? Ach, er da hinten. Okay. Aber wenn es nicht Gütersteuer ist, fährt er sowieso auf einem anderen Gleis. Ja, spätestens ab Blasi wird es halt erstmal wieder 20, ne? So, da der Maximum Schmackes. Schnell weg hier. Führerschutzbeleuchtung, Instrumentbeleuchtung war. Ach, der ist schon an. Ja, dann machen wir das. Warte mal, Führerschutzbeleuchtung. Machen wir das so. Dann sehen wir hier mal ein bisschen was. Okay. Was, das sind ja nicht. Weil die mit Reparatur der Strecken zu tun haben. Der war gut, der war gut. Props an dich. Oh, Lion Squad. Warum kann ich nicht reinschreiben? Mann! So, aber ich habe meine Power verloren. Geil. Warum? Komm her, Hauptschalter. Rein mit dir. Straboba, Granitza und 450. Ja, verspätet. Doch, das war der Hauptschalter, der bei mir gerade draußen gewesen ist. Oh shit. Signal.
Ach nö, lazy. Oh, Lazy, willst du mich verarschen? Jetzt machst du... Ja, geil. So, komm. Regenerier dich wieder. Dankeschön. Oh, es war nicht zu viel. Glück gehabt. Das ist sowas Arschiges, wenn man auf den letzten Drücker grün kriegt. Das gleiche auch mit Katowice. Ja, 1-2-3, Streckenblock vor dir ist frei, du darfst abfahren. Diese kleine S-Bahn-Station hinter Katowice, ne? Die erste Spielstation. Die Leute, die auf den letzten Drücker warten, bis sie da die Fahrstraße geben, reicht eigentlich Richtung Sosnowiec. Sag mal, FDL in Zawiercie, wie schafft es eigentlich, an einen FDL-Platz zu kommen? Also ich bin ja eigentlich leidenschaftlicher Fahrdienstleiter, aber ich krieg nie einen Platz, ne? Musst du Glück haben. Ja, musst du Glück haben. Eigentlich habe ich gar nicht so lange gewartet. Jedenfalls, ich wollte gar nicht. In 8 von 10 Fahrten muss ich jetzt vor Rot halt jedes Mal halten und dann kriege ich erst die Durchfahrt. Okay, das finde ich echt schlimm. Ein bisschen 10 Minuten, weil ich manchmal schaue und dann gar nichts. Ja, Kollege, da musst du wirklich sehr früh sein, damit du da einen Stellwerk kriegst. Vor allem auf D1, da darfst du mal ein bisschen in der Lobby warten, bis du da was kriegst. Ah, und schon wieder keine Fahrt. Ich meine, wenn ihr das hier sauber macht, ne, mit der Zugmeldung und ihr wisst, was für ein Zug kommt, ja, dann gibt es doch schon mal die Einfahrt oder Ausfahrt, je nachdem. Aber lass sie doch nicht auf Rot hinfahren. Das macht man nur beim PH und zwar dann am Bahnhof. Aber nicht bei der Einfahrt. Ja, sie sind halt schon noch ein paar FDs unterwegs, die es nicht ganz ideal machen, sagen wir es mal so. Ich meine, ich schaffe es jetzt auch nicht immer. Aber wenn ich halt... Wieso SZ? Warum? Lazy, was ist bei dir los? Ach, Mann. Ja, dann kann ich erstmal rollen lassen. Was ist der Grund dafür? Oh, 40. Mann. Lazy OS. Oh, ich freue mich schon, wenn dann Lazy dann irgendwie komplett wieder. Nee, ich freue mich eigentlich nicht drauf, weil dann wird es eh wieder Chaos werden. Und dann werden wir über zigtausend Gleise geleitet, die eigentlich total unnötig wären. Ja, mal sehen. Aber sie jetzt schon kommen. Lazy wird Chaos werden. Ja, geil. Und zurückfallen. Mit 3000 Tonnen Zug. Yeah, ich hab mal wieder SZ. Na komm. Ach so, ja, ist noch nicht bereit.
Ganz kurz warten, bis blau leuchtet. Zug 4043, bitte mit meiner Einfahrt nach Lesen. Ich hab's schon im Hinterkopf gehabt, der wird vermutlich zurückfallen. Aber ja. Zug 4043 an den Fahrdienstleiter in Lacey kommen. Das könnte ich schuld gewesen sein. Ja, also ich geb da jetzt Schmackes. Das ist mir jetzt gerade egal. 2021 vor Lasi LC. In Lasi am Bahnhof. Naja, auf Plattform 1 war mein Zug und eine Bombendrohung. War ihr eine Bombendrohung. Jetzt ist soweit. Was weißt du, wie oft es in der Idee vorkommt, dass du auf Halt zu einem Bahnhof kommst, dann stehst du, war das und plötzlich wird es auf das S und das ABS direkt frei. Dann weißt du genau, da war wer nicht ganz dabei. Ja, gibt's auch entsprechende Memes dafür. So, ich mag es hier. Ich habe jetzt keinen Bock da auf langsam fahren. Alter, warum ganz auf die Seite? Wie unnötig war das denn jetzt? Echt jetzt? Alter Arschloch, ganz ehrlich. Abgesehen davon, dass ich schon seit Stunden weg bin. Das war jetzt absolut unnötig. Dann wissen wir jetzt warum. Mein Liebling White Banana war im Stellwerk. Alles klar. Dann bist du gleich zweimal in die Videos auf YouTube verewigt. Nee, Punkte sind mir jetzt egal, ich habe bestimmt keine 20 jetzt. Halt, Banane, dir ist schon klar, ne? Das nächste Mal, wenn ich FDL werde und ich sehe dich, kriegst du das Revanche, ne? Wieso lasse ich bei einer 20er Strecke? Weil ich gerade getrollt wurde. Und ich das jetzt mal gekonnt ignoriere. Also, nee, Banana. S1, sei dir garantiert bei der nächsten Durchfahrt. Egal, was du fährst. Ja, schon. Ganz dezent. Was heißt unfair? Du hast das erste Mal jetzt bei mir gemacht. Na, genau das Gegenteil von ignoriert.
Naja, nicht anhalten, aber ich habe ein SZ gekriegt und ich durfte Weichen pusten, putzen, Entschuldigung. Und dann auch noch mit 20 eigentlich theoretisch weiterfahren. Nee, nee, nee. Und wenn ich noch mehr Verspätung krieg. Ey, Josche, das stimmt doch gar nicht. Mittlerweile lass ich dich durchfahren. Ja, siehst du? Ich meine, wer nett zu mir ist, dann bin ich auch nett. Weil Banana ist nicht nett. Mal kurz ernsthaft gucken. Da Boba Konitza ist der nächste Halt. War allzu weit. Ich kann gerade wieder rollen lassen. Schaut nicht so geil aus. Vermutlich fährt von mir irgendetwas. ...15 Minuten Verspätung. Ja, läuft. Na, ich glaube, das, was du hörst, ist der Tacho. Der klickt hier die ganze Zeit. Das bin nicht ich. Ja, wo in S-Bahn? Ja, einmal auf die rechte Seite. Ja, zu langsam gebremst. Aber das passt schon. Wir sind ja gleich da. Gott sei Dank. Wie lange sind wir denn eigentlich schon unterwegs? Oh, fast 3 Stunden. Katowice, bald sind wir da. Interessant, dass er mich so schickt, aber okay. Ich glaube, das wäre auch anders möglich gewesen, ohne dass ich jetzt da blockiere. Aber das Stellwerk hier, da war ich schon drin. Das scheint fast fertig zu sein. Das wäre ein Kandidat für ein nächstes Stellwerk hier. Und das Geile ist, dass er einerseits die Strecke da und die da hinten. Von der Nebenstrecke aus. Das könnte noch spaßig werden, wenn das dann kommt. Zwangsbremsung gibt's nur über die Punkte hier im Kanal. Moin Kollege. So, geben wir Gas.
Na, kann ich ganz hoch? Ja, ja, funktioniert. So, 59. Gas geben, Geschwindigkeit machen. Wieso halten wir den Kraft-Trabober Gornica? Snobbig verstehe ich ja noch, aber Trabober. Aber lange nicht mehr das geschaut, ist eigentlich inzwischen schon die Internetverbindung noch stabiler. Also gibt es weniger Abbrüche. Ja, also das mit den Disconnects ist wirklich viel besser geworden. Das ist wirklich viel stabiler. Also kannst du wirklich jetzt mal probieren. Also mit den letzten Batches ist es sehr viel besser geworden. Was für Punkte, was für eine Zwangse. Wenn du auf Twitch vor allem schaust, da gibt's Punkte, die du über Twitch sammelst, über Streamlabs, und da gibt's Sound Alerts. Und einer dieser Sound Alerts ist eine Zwangsbremsung. Der hat ein bisschen mehr Punkte und da muss ich sofort eine Notbremse einleiten, wenn der kommt. So, mal ganz kurz neu auswischen. So, passt. 14 Minuten. Mann. So, runter mit der Leistung. Also ich empfehle allen von euch, dass ihr eher auf Twitch zuschaut, als wie auf YouTube. Weil da funktioniert es auch mit Streamlabs und Co. Und da hat es dann auch... 13.7 ist der FDL da, Brover. Bitte kommen. Ja, hört. Du fährst hier gleich mit 15 Minuten Verspätung ungefähr raus. Hast du zu deiner Entschuldigung vorzubringen? Nicht die jetzt gerade öffentlich hier im Chat sagen will. Okay, alles klar. Dann geht's vermutlich irgendwas mit dem Partyleiter zu tun. Ja, ja, mit 41,90 an der Partyleiter in Lasi. Das Rot ist irritiert. Okay. Wer ist da auf Twitch? Genau wie auf YouTube. Aber allein. Ich sehe es nächste Woche. Wo kann man das aktivieren bei Twitch? Ich bin ja Twitchern, aber ich sehe das. Also bei Twitch hat es unten das mit den Punkten einlösen. Da müsst ihr einfach mal kurz reingucken. Da geht deine eigene Seite ja auf. 90 an der Fahrdienstleiter in Lassen. King Gamer, vielen lieben Dank. Ich kann nicht multitasten, ne? Also. Dead gucken und fahren. Scheiße, ich hab sie überschossen. Ist auch eine Antwort. Am besten hältst du da mal an und guckst nach, dass das auf einmal verstorben ist. Ja, besser ist es. Was? So, ich kann also echt gut leiden. Keine Antworten, nicht schreiben, nichts. Das ist so geil. Vor allem, dabei kommt gleich was ganz Witziges. Moment mal. Nein, wir sind pünktlich. Okay, nee. Dacht schon. Vielen lieben Dank, ich finde Follow, Bruno. Sehr damn, fast perfekt. Lokbremse wird angezogen, Zugbremse gelöst. Dann kommen wir hier schneller weg.
Was gibt die für die FDS? Die haben Benzin. Okay, lösen wir die Lokbremse und sobald wieder blau ist, das wäre jetzt, geht's los. Ich würde mal die Scheiben putzen. Ja, solange es dunkel ist. Nee, sieht's ja keiner. Ich werde dich mal am Wochenende auf Twitch steigen. Ja, sehr gerne. Sag ich nicht nein. Willkommen beim Lions Quad. Unser neuer Hashtag. Schöne Grüße zurück, gute Fahrt. Geht ihr? Mal schauen, vielleicht können wir ja den DE4-Server irgendwie zu unserem Stammserver machen. Das ist entfernt vom DE1. Und da hat es dann oft noch was frei. Sidekick Murphy, vielen lieben Dank für den Follow. So, nächstes Mal ist das Sobek Kloni, also Sobek Hauptbahnhof und dann Katowice. Dann haben wir es endlich geschafft. Und Chuck? Verstanden. Auf Twitch auf jeden Fall, ja. Was? Ich sehe es nicht, tut mir leid, weil ich meine Punkte... Also auf Twitch hat es unten mit Punkteshop einlösen, da kommt eine eigene Seite auf und dann hat's. Ich glaube, das ist der Punkt mit Sifa-Zwangsbremsung. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte der braucht. Ich glaube, es sind 400 oder 500. Und wenn der ausgelöst wird, dann muss ich einfach sofort 40, den Lutz 14, halt 3, machen. Hier ist der FDL Dabrova, kannst du mich hören? Ich höre dich. 46, 92 Kilofahrt. Ich höre dich schon deutlich. Ey, ich wollte dir nur sagen, dein 400 Punkte sind's, okay. Weil vor dir noch ein verspäteter Eurocity war, der ist aber jetzt durch und wird dich auch bis jetzt nicht mehr behindern. Wünsche dir eine gute Fahrt. Okay, vielen Dank. Ich bin ja eben jetzt 2 Minuten verspätet, das passt so gerade. Ja, das kannst du sicher noch aufholen. Ja, als S-Bahn bis Katowice wird schwierig, aber 2 Minuten ist ja keine richtige Verspätung, ne? Ja, eben. Ganz normal. Ist noch im Plan quasi. Fuck! Ich hab das Signal übersehen. Ah, ich war abgelenkt. Tut mir leid. Fuck! Und natürlich wieder Fahrt kriegt. Servus. Ja, das war zu spät. Wichtige Meldung. Aufgrund einer Bombendrohung für die Linie S41 Zug 4096 wird die Plattform 2 in Svirice gesperrt. Folgende Anweisungen für den Fahrdienstleiter in Svirice. 1. Der Zug 4096 wird auf Plattform 2 geleitet. 2. Plattform 2 ist unverzügt. 3. Ein Suchtrupp ist schon vor Ort. Was ist denn das jetzt? Warum geht der jetzt immer auf die Schnellbremsung? Ungefähr 20. Wir wünschen allen eine gute Spielzeit. Svirice. So, 4096. Wo bist du? Dankeschön und auf der Mute. So geil, jetzt kann ich wieder entlüften hier. Oh, fuck. Ah, ich und Stream fahren. Hat Benzin jetzt nicht gesehen. B
Ich stehe, du warst abgelenkt. 24, 22, 41, hier ist der FDL Datoma, bitte komm. 14, 37, was habe ich nicht gesehen? Du schummelst, du hast gar nichts gesehen. Ich höre da Bora. Ich nutze deine Information, du hast vor dir noch eine S-Bahn, also das wird dich ein bisschen verzögern. Okay, ja. Ich hab nichts gesehen. Der muss auch noch zweimal halten, das Benzin. Alles klar, danke. Na, mal gespannt, was jetzt noch kommt. Das Norweg hätte einfach schon seit einer Ewigkeit schon da sein sollen. Ziffern für ein Benzin halten. Ach ja, dann lassen wir mal rollen. Sind dann noch so 20 Kilometer plus minus, geschätzterweise. Oder wir schätzen mir nicht echt schlecht, aber ich glaube, mehr dürften es nicht sein. Aha, und wir haben Fahrt. Ja, dann durchziehen. 14137, ich bin mal gnädig mit dir, ich lass dich durch. Nochmal sehr nett von dir, schöne Schicht noch. Dann geht gleich was. Sehr fast maximum Schmackes. Nächster Halt. Zu Snowbeck Lone, planmäßiger Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bin ich alles an, ja? Bin ich eigentlich immer noch mit beiden unterwegs? Ja, man sieht es kaum noch, aber es müssten beide oben sein. Ja, es sind beide oben. Und es hat immer noch keiner was gesagt, wegen den zwei Pantos. Ich glaube, das müssen wir mal auf PL1 machen. Da würde ich noch eher die Leute triggern. Was machen auf die Servern, wenn ich denn auf Polnisch antworte und nachfrage? Da reibt man den Bahnhof von Sosnowiec. Da sind schon überall die blauen Zwerge. Und da vorne ist dann der Bahnsteig. Hinter der Brücke. Zug 4043 an die Bahnsteig der Betzin kommen. Betzen hat. Wieso bin ich auf dem Gegenbahnsteig? Weil du ganz kurz eine Überholung abwartest von dem schnelleren Zug. Okay, vielen Dank. 12:13 würde ich jetzt erstmal sagen, ne? Für den Zug. So, herzlich willkommen in Bezin. Alle, die hier aufsteigen wollen, bitte in Fahrtrichtung links. Schön, dass Sie mitgefahren sind.
Ach man, der Anzeiger geht gar nicht. Bin schon so zu spät? Ach, nicht beziehen. Vielen Dank für die Überholung. So. Hab ich gesagt, alle, die in Benzin aussteigen wollen? Also alle, die in Systopic aussteigen wollen, so. Ah, ich werde auch langsam müde. Ah, gleich ist Feierabend. Ich bin dann schon mal vor. Ja, darfst du zum Halbzeilen-Signal vorrücken. Das Ganze nochmal auf Englisch mit dem Ausstieg. Ladies and Gentlemen, we are now. Also, na, machen Sie mit Katowice. Ladies and Gentlemen, next stop is Katowice. Exit in the right hand side in the driving direction. Thank you for sharing with the PKB. Also ich glaube, dass es der rechten Seite ist. Das weiß man bei der Katowice irgendwie nie. Ladies and Gentlemen, unser nächster Halt ist Katowice. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vermutlich unser Endhalt. Schön, dass Sie mit uns gefahren sind mit der PKB. Wir haben aktuell eine Verspätung von 18 Minuten. Anschlusszüge sind leider schon abgefahren. Wir entschuldigen die Verspätung. Moment, was war das jetzt hier? Oh, ich sehe gerade den Alert nicht. Ach, ein Follow! Lieben Dank für den Follow. Ich dachte schon, das wäre schon eine Zwangsbremsung. was mit der Musik? Möchtest du bitte nochmal starten? Dankeschön. 40143, gute Fahrt und ruhige Schicht hier noch. Ja, danke ebenfalls. An alle Fahrgäste, die den Anschluss verpasst haben hier in Katowice, bitte gehen Sie an das Reisebüro und da werden wir schauen, dass Sie entsprechend einen Anschluss bekommen. Entsprechend kriegen Sie Rückvergütungen. Wenn die Verspätung mehr als eine Stunde ist, bedauern die Unannehmlichkeiten. Jetzt österreichischer Akzent. Das kann ich jetzt gerade so nicht. Zug 4043 bittet um Einfahrt nach Sosnovyi. Hier bitten Sie, ja, du hast alle Gepäckstücke mitzunehmen, das heißt zurücklassen. Der fährt gerade rein und dann kannst du nach und noch einfahren. 4043, ich habe verstanden, Ende. Man könnte es eigentlich wie so beim Flug machen, ne? Das Wetter vor Ort, wir haben irgendwie 20 Grad in Katowice. Es ist theoretisch sonnig, wenn es nicht gerade Nacht wäre. Es regnet nicht. Das war's echt mal. Irgendwo bei einer Hauptstation ankommen und dann was der Lokführer oder der Schaffner ist, wie so beim Flug machen. Ich will's feiern. Yay, wir haben grün gekriegt. Nice. Brauche mich ja gar nicht beeilen. Wow, wie ist der jetzt entgleist? Wie hat er das jetzt geschafft? Ja, wie jetzt? Da steigt jemand vorab vom Zug aus. Das geht doch nicht. Wir sind doch gleich beim Hauptbahnhof. Es tut ja weh, wenn man im Zug aussteigt, wenn er noch fährt. Vor allem mit 90. Nein, nein, nein. Immer diese Extremsportler hier.
Aber mich würde mal schon interessieren, wie der jetzt da entgleist ist, was der gemacht hat. So, da waren wir in Katowice. Zumindest die Vorstation dafür. Sieht aber... Ah, jetzt haben wir eine Einfahrt gekriegt. Sehr gut. Ein bisschen Zeit lassen, müssen wir runterkommen. 40 sind dann gleich das Gleisvorfeld von Katowice. Jo, 40-69-2, Grüße zurück und gute Fahrt. Danke. Ja, gute Nacht, Sandro. Wenn du warst du da. Erhol dich und dann sehen wir uns morgen oder am Wochenende. So, mein Kollege, viel Spaß auf deiner Reise nach Warschau. Da komme ich gerade her. Und da hätten wir auch die Einfahrt nach Katowice. Mal schauen, ob ich recht gehabt habe, dass wir den Ausstieg auf der rechten Seite haben. Schön wär's ja. Immerhin, 17 Minuten Verspätung, könnte eigentlich schlimmer sein auf DE1. Wir bleiben rechts, das könnte wirklich rechts sein mit dem Ausstieg. Ich würde so gern Katowice als FDL machen. Es wird Spaß machen. Oder wird's links? Nee, oder? Ah, bitte mach nicht wieder Mittelgleis wie das letztes Mal. Dass ich gar nicht mehr anhalten konnte. Vielen lieben Dank für den Follow. Ladies and Gentlemen, Code Gur für den Ausstieg. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Vielen lieben Dank, dass Sie mit der PKB und Bravour gefahren sind. Und entschuldigen Sie die Verspätungen. Ich hoffe, Sie bekommen noch Ihre Anschlusszüge. Ja, Resümee für diese Fahrt. Werden wir gleich machen, sobald wir angehalten haben. Ja, war das jetzt zu viel?
das war ihm zu viel. Okay, machen wir es korrekt. Ziehen wir noch ein bisschen vor, wenn er da so genau sein will. Guter Witz. Warum in Stimmung? Müssen wir die Polizei rufen? Okay, anhalten. Okay. Ja, also so grundsätzlich 18 Minuten Verspätung. Das war eigentlich eine ganz schöne Fahrt. Ich meine, was immer das Fazit, liebe FTLs, also wenn ihr schon Störungen macht, dann macht es vielleicht nicht in der Masse, dass nicht irgendwie 5, 6 Stellwerke hintereinander eine Störung haben. Und plus dazu, wenn ihr irgendwie Specials macht, vor allem mit SPL reden, macht es auch nur dann, wenn ihr mit dem Stellwerk entsprechend umgehen könnt. Vor allem mit einem Drucktastenstellwerk. Sonst endet das in Chaos und dann tut sie ihren Zug verzögern. Noch dazu will ich noch sagen, schickt die Züge nicht aufs falsche Gleis. Gott in Zawirse auf der linken Seite Richtung Lazy. Kommt nicht auf die Idee, dass ihr einen Express irgendwie jetzt auf die Linie schicken müsst, wo ein Gülezug fahrt. Denn Lazy geht dann her und schickt dann wieder auf die Linie 1, dann kommt die 40er Weiche. Dann verursacht ihr nur Verspätungen. Macht es nicht. Aber ja, abgesehen davon, war es eine witzige Fahrt. War witzig. Schön, dass ihr da mit dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Also morgen werde ich auf jeden Fall Hogwarts Legacy spielen. Also für alle, die es nicht interessiert, müsst ihr morgen nicht, dann entsprechend nicht einschalten. Und an Samstag, Sonntag wird es ein Simray geben, beziehungsweise TS Classic. Denn für TS Classic ist ein neues Add-on rausgekommen. Und zwar gerade heute. Und zwar ist es die Pecknitztalbahn. Die werde ich mir anschauen. Ich glaube, das werde ich dann im Livestream machen am Wochenende. Also Pecknitztalbahn am Wochenende und Hogwarts Legacy kommt dann auch noch. Beziehungsweise Simray. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht und bis bald, ne? Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.